Und wir hatten eingangs bei der Tagesordnung festgelegt, dass nach der Pause wir den Tagesordnungspunkt 31 behandeln wollen. Und den darf ich dann aufrufen und fragen, wer ihn uns einbringen möchte. Wahlen kommt dran, wenn sie dran sind. Sie sind immer Herr der Tagesordnung. Sie haben mich mit Aufträgen versehen und die arbeite ich friedlich, schicklich ab. Ja, manchmal geht es eben halt nicht. Ne? Das ist halt so. Also, wir haben einen Einreicher, der uns das vorstellen möchte. Herr Zastrow. So, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Oberbürgermeister, jetzt geht es um die Albertstraße, ein offensichtlich alles dominierendes Thema in dieser Stadt. Was für eine Aufregung in den letzten Tagen, Schlagzeile über Schlagzeile in den Zeitungen. Spannende Sache und das nur, weil wir auf der bürgerlichen Seite wollen, dass etwa 500 Meter Straße so bleiben, wie sie sind. Es wurde demonstriert. Meine Plakate wurden zur Hälfte auch schon wieder runtergerissen. Wer weiß wohl von wem? Ich stehe hier erneut als Autopopulist. Und das nur wegen 500 Metern Straße. Wahrscheinlich sind es nicht die 500 Meter, sondern es liegt wohl daran, dass das erste Mal seit langer Zeit Rot-Rot-Grün nicht mehr einfach so durchregieren kann wie in den letzten Jahren. Sie wehren sich, sie ziehen alle Register, Respekt für ihren Kampf und trotzdem finde ich es interessant, was da alles so passiert. Da wird ein Gutachten zur Rate gezogen als Argumentationshilfe, hat der Bürgermeister es rausgeholt, ein Gutachten aus dem September 2018. Gemacht, als der Bau für die Albertstraße längst hätte begonnen sein sollen. Dieses Gutachten, was keinen anderen Namen verdient, außer ein Gefälligkeitsgutachten zu sein, meine Damen und Herren, behauptet, dass es keine Nachteile für die Autofahrer gibt und Vorteile für den Radverkehr gibt. Ich will nur ein einziges Zitat, ich könnte ja eine halbe Stunde drüber reden, aus diesem Gutachten bringen, was den Wert dieses Gutachtens zeigt. Und wahrscheinlich werde der Bürgermeister sich einen Gefallen getan, es gar nicht zu zitieren. Ich zitiere: Die Verkehrszählung berücksichtigt ausschließlich die Anzahl der abfließenden Verkehrsströme. Aussagen über den Rückstau zu Beginn und am Ende der Spitzenstunden lagen nicht vor. Damit können keine Rückschlüsse auf das tatsächliche Verkehrsaufkommen während der Spitzenstunden gezogen werden. Die Ergebnisse weisen auch keine Angaben zum nicht motorisierten Verkehr, also zum Radverkehr aus. Sodass nur Annahmen getroffen werden können, meine Damen und Herren. Und das alles wurde an einer einzigen Kreuzung gemacht, nämlich nur am Carolaplatz, obwohl wir auf dem Stück, wie Sie alle wissen, ja inzwischen drei Kreuzungen haben. Ein Gutachten ohne jeden Wert. Dazu kommt eine Reihe von wirklich also spektakulären Falschbehauptungen und Missdeutungen und Dingen, die erzählt worden sind. Also wir haben wahrscheinlich jetzt in der Debatte die Zeit. Meine Kollegen werden das auch noch tun, da mal durchzugehen. Nein, der Stadtrat hat noch nie, überhaupt noch nie, dem Rückbau der Albertstraße zugestimmt. Es gab dazu überhaupt keinen Beschluss, übrigens anders als am Zellschen Weg, wo Sie übrigens die Meinung der Stadtverwaltung hier politisch geändert haben. Da gab es eine Zustimmung, richtig. Eine Sache, die wir uns übrigens angucken, nur dass Sie es schon mal wissen. Aber dazu gab es überhaupt nie einen Beschluss. Es gab lediglich Prüfaufträge innerhalb des Verkehrsentwicklungsplanes und des Radverkehrskonzeptes, wo man sich damals vierspurige Straßen in Dresden anschauen wollte und anschauen wollte, wie man Radstreifen dort anordnet. Es gab eine Petition, ich habe sie im Wortlaut auch da, können wir gerne daraus zitieren, aus dem Jahr 2011, wo über die Möglichkeit gesprochen wurde, es so zu machen, wie es der Bürgermeister jetzt will. Aber es wurden auch Alternativen gedacht. Sie haben zu keiner Zeit dem Stadtrat vorgelegt, welche Alternativen es gibt.
Sie haben uns überhaupt nicht in die Planung einbezogen. Erst jetzt, wo alles zu spät ist, kommen Sie plötzlich in die Fraktionen und wollen Kompromisse vorschlagen. Das hätten Sie übrigens aus guten demokratischen Gründen schon weit vorher machen müssen, Herr Bürgermeister. Jetzt, wo alles zu spät ist und jetzt, wo Sie es müssen, bloß weil Sie die Mehrheit nicht mehr haben, kommen Sie auf die Idee, mit uns zu reden. Jetzt schlagen Sie plötzlich einen Verkehrsversuch vor. Meine Damen und Herren, ja, in der Petition war damals von einem Verkehrsversuch vor Baubeginn, bevor wir die Planung bekommen, die Rede. Das sollten Sie machen, genau das sollten Sie machen. Nicht jetzt, sondern damals schon. Und auf Basis dieses Verkehrsversuches hätten wir dann hier im Stadtrat entscheiden können, wollen wir es so machen oder wollen wir es so machen. Wo ist der Verkehrsversuch? Hätten Sie machen können. Sie hatten über 9 Jahre Zeit, das zu tun. Sie haben es nicht getan. Jetzt sind Sie wirklich zu spät damit. Meine Damen und Herren, und der allergrößte Hit, am Dienstag legen Sie neue Zahlen für den Radverkehr vor. Mit einem Mal sollen zwischen 2009 und 2018 60% mehr Radfahrer in dieser Stadt unterwegs sein. Derselbe Bürgermeister hat noch vor einem halben Jahr in der Evaluierung des Verkehrsentwicklungsplans uns hier vorgelegt, dass es eigentlich gar keine Veränderung gibt, sondern dass wir in Dresden relativ gleichbleibende Radverkehrszahlen haben. Damals war das noch alles richtig, ist ein halbes Jahr her. Jetzt plötzlich verteufeln Sie die automatischen Zählungen an den Pegeln. Das verteufeln Sie und halten mit einmal die händische Auszählung für viel genauer. Wenn ich es richtig erfahren habe, Sie erzählen es ja keinem, Sie sagen ja nicht, wie Sie es machen. Sie lassen uns dann unklaren. Haben Sie, glaube ich, an einem Tag gezählt, mal 14 Stunden an einer Stelle? Das soll die Grundlage für einen angeblich so massiv zugenommenen Radverkehr sein, meine Damen und Herren, das glauben Sie doch selber nicht. Wissen Sie was? Bei Ihnen kommt wahrscheinlich dieser Spruch, glaube nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast, genau hier richtig zum Einsatz. Sie haben keine Ergebnisse, die Ihre Politik bestätigen, also zimmern Sie sich irgendwie zurecht. Das ist keine seriöse Politik, das machen wir nicht mit. Ich weiß, dass Sie hier den Traum von der autofreien Stadt träumen und dass der Rückbau von Straßen Ihre Agenda für Ihre Amtszeiten dieser Stadt ist. Ihre Freunde, die da letztens demonstriert hatten, hatten ja groß vorne drauf, Hashtag autofrei, Dresden autofrei, so hieß es. Das ist das, was Sie wollen. Und genau deswegen brauche ich mit Ihnen noch nie über Alternativen reden, weil ich Ihre Strategie, tut mir leid, inzwischen erkannt habe. Häppchenweise behindern Sie den motorisierten Individualverkehr. Sie schneiden dort ein Stück raus, dort. Heute ist es die Albertstraße, demnächst ist es die Große Meißner Straße. Viele andere Zelscherwege haben wir schon gehabt, um insgesamt den Autoverkehr zu erschweren. Und wir reden übrigens, lieber Herr Lichti, hier nicht über Autos, sondern wir reden über Menschen, die diese Autos fahren, ganz bewusst, weil sie es wollen und weil sie es müssen, meine Damen und Herren. Deswegen ist es richtig, dass die Straße so bleibt, wie sie ist. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Dankeschön. Abgelaufen. So, wir haben eingangs bei der Tagesordnung ein Rederecht vereinbart und das wäre jetzt an der Reihe. Herr Larsen, wenn ich Sie bitten darf. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Zuschauer auf der Tribüne und im Livestream. Vielen Dank an die SPD-Fraktion, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, einen Beitrag zur Debatte zu leisten. Vor über 8 Jahren startete der ADFC eine Petition zu dem Thema, über das wir heute diskutieren. Sichere und attraktive Radwege auf der Albertstraße. Vor über 8 Jahren hat die Stadtverwaltung auf unsere Petition hin verschiedene Varianten untersucht. Schon 2011 war klar, will man den Aufwand in einem vertretbaren Rahmen halten, so ist die pragmatischste Lösung die Markierung von Radfahrstreifen zulasten einer der beiden stadtauswärtigen Fahrspuren. Der Baubürgermeister, unter dem diese Lösung entwickelt wurde, heißt Marx. Er ist Mitglied der CDU. Den Petitionsausschuss leitete 2011 die Ihnen allen bekannte Christa Müller, ebenfalls CDU.
Die Oberbürgermeisterin damals hieß Helma Ohres, CDU. Im März 2011 beschloss der Petitionsausschuss dann einstimmig, einen Verkehrsversuch durchzuführen. Hier habe ich den Bescheid, dass der Verkehrsversuch noch 2011 kommen soll. Frau Malberg, Herr Bartels, Herr Flemming, Herr Genschmar, Sie haben alle damals dieses Projekt im Petitionsausschuss mit beschlossen. Bei den Radfahrstreifen auf der Albertstraße geht es also nicht um ein Projekt von Rot-Rot-Grün. Hier geht es um Ihre Glaubwürdigkeit. Zur Sache. Seit 2011 ist Dresden gewachsen. Der Verkehr hat zugenommen. Genauer gesagt, der Radverkehr hat zugenommen. Über die Elbbrücken um mehr als 50%. Wie sieht es mit dem Autoverkehr auf der Albertstraße aus? Seit 2011 hat sich der Autoverkehr dort um mehr als 20% verringert. Wenn 2011 Radfahrstreifen möglich waren, dann sollen sie auch heute funktionieren. Denn heute haben wir weniger Autos und mehr Radverkehr. Mein zweiter Punkt. Die geplante Umwidmung einer Fahrspur auf der Albertstraße bringt Vorteile für alle. Für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Niemandem wird etwas weggenommen. Warum? Für Stau sorgen die Rotzeiten an den Ampeln am Carola- und Albertplatz, nicht die Zahl der Spuren auf der freien Strecke. Die Ampelanlagen aber bleiben genau, wie sie sind. Im Bereich der Kreuzung gibt es zwei Spuren, sodass sich keine Staus bilden. Die vorliegende Planung sorgt dafür, dass künftig genauso viele Autos über die Kreuzung am Carola- und am Albertplatz kommen wie heute. Kein Autofahrer wird länger unterwegs sein. Profitieren werden auch die Fußgänger. Mit einem attraktiven Radweg auf der Albertstraße fahren mehr Radfahrer auf der Albertstraße und weniger auf der Hauptstraße. Fußgänger und Gewerbetreibende in der Hauptstraße werden es ihnen danken. Auch wird es für den Radverkehr eine große Zeiteinsparung geben. In Richtung Innenstadt sind das im Vergleich zur aktuellen offiziellen Route über die Hauptstraße mehr als 2 Minuten Zeitgewinn. Dann komme ich zu meinem dritten Punkt. Mehr Radverkehr nützt natürlich auch allen Autofahrern. Jeder Mensch mehr auf dem Fahrrad ist einer weniger im Auto. Stellen Sie sich den Stau vor, wenn die ganzen zusätzlichen Radfahrer seit 2011 das Auto nehmen würden. Liebe Stadträte, ganz allgemein, setzen Sie sich für sichere und attraktive Radwege ein. Das ist nicht nur im Sinne der Radfahrer. Das ist das beste Anti-Stau-Programm. Denn viele Menschen wollen Fahrrad fahren und würden bei einem besseren Radwegenetz auch wirklich umsteigen. Man hört es vielleicht. Ich komme aus Kopenhagen, ich weiß, wovon ich spreche. Sehr geehrte Antragsteller, ich bitte Sie, Ihren Antrag zurückzuziehen und jetzt sichere Radwege auf der Albertstraße zu ermöglichen. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadträtinnen und Stadträte. Ich bin ja einer von diesen Autofahrern, für die Herr Zastrow jetzt gerade vermeintlich diesen Antrag angebracht haben möchte. Ich arbeite an der Schauburg und in der Hauptverkehrszeit fahre ich von der Schauburg hier ans Rathaus, also genau die Albertstraße, genau diese Straße, um die es geht. Und wenn schlechtes Wetter ist, wenn es kalt ist, wenn ich längere Wege tagsüber zu erlegen habe, habe ich das Auto dabei. Und jetzt muss ich aber sagen, der Herr Zastrow hat mir überhaupt nicht aus dem Herzen gesprochen, weil dieser Antrag bringt mir als Autofahrer überhaupt gar nichts. Denn wer diese Strecke lang fährt, das tut Herr Zastrow offensichtlich nie, der weiß, dass diese Straße von ihrer Zugänglichkeit her gerade im Hauptverkehr nur einspurig funktioniert,
weil nämlich der Rückstau auf der Carola-Brücke von den Linksabbiegern, die in die Köpke-Straße wollen, die eine Spur blockiert. Das heißt, man kommt immer nur mit einer Geradeausspur in die Albertstraße rein. Da geht kein Weg vorbei, weil man kommt an dieser, auf dieser Linksabbiegerspur einfach nicht auf diese Kreuzung. Und umgedreht ist es genauso. Die Königstraße gibt es immer diesen Rückstau auch von den Leuten, die um den Albertplatz rumfahren. Das heißt, auch dort komme ich nur einspurig in diese Straße rein. Diese zweite Spur nützt mir was, wenn ich mit 70 an denen vorbeifahre, die noch mit 60 auf der rechten Spur unterwegs sind. Insofern ist es hier auch ein vollkommener Fehlschluss zu sagen, wir würden hier als Rot-Rot-Grün für die autofreie Stadt kämpfen. Denn was jetzt passiert, ist Folgendes, dass diese Straße nämlich nicht vierspurig bleibt, sondern sie bleibt vor allen Dingen Radverkehrsanlagen frei. Und das ist ein riesengroßer Fehler, der hier gemacht wird. Und es ist eine reine weg symbolische Tat, die Autofahrern nichts bringt. Es ist eine reine Machtdemonstration. Und auch das ist ein Selbstwiderspruch, dass sie einerseits sagen, der Stadtrat hätte noch nie darüber beschlossen und andererseits behaupten, Rot-Rot-Grün würde hier Machtpolitik betreiben. Es ist eine Sache, die von der Verwaltung im Prinzip auf Grundlage von Verkehrszählungen, die auch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau vorgestellt worden sind, durchgeführt worden ist. Und es hat auch überhaupt nichts mit dem Zellischen Weg zu tun, weil der Zellische Weg eine Baumaßnahme ist und dort ist ein Umbau eigentlich nicht notwendig. Die Verkehrsflächen werden nur anders aufgeteilt. Wie gesagt, mit dem Effekt, dass den Autofahrern etwas genommen wird, was sie eigentlich gar nicht gebrauchen können. Das heißt, es gibt für den Autofahrer keinen Komfortverlust, wenn dort eine Radverkehrsanlage am Rand gebaut werden würde. Im Gegenteil, was jetzt passieren wird, ist Folgendes. Es gibt bei den Radfahrern zwei Schulen. Die einen sagen, wir brauchen mehr Radverkehrsanlagen und die anderen sagen, nein, wir als Radfahrer fordern von den öffentlichen Verkehrswegen unseren eigenen Teil. Und ich kann jetzt wirklich nur alle ermuntern, in der Tat auf der Albertstraße Rad zu fahren, das gründlich zu tun, das oft zu tun, das häufig zu tun, auch über die Carola-Brücke zu fahren, weil nämlich die Radverkehrsanlage in Richtung Stadt dort auch nicht anordnenbar ist. Die ist nur ein Fußweg, das Geländer ist zu niedrig. Und dort ist sich ihren Teil ihrer Stadt zurückzuholen und diese im Prinzip den Autofahrern auch ein Stück streitig zu machen, weil die dürfen wir nur mit 1,50 Meter Abstand überholen. Das ist das, was passieren wird. Und da werden dann die Autofahrer auch merken, dass es besser ist, wenn es dort einen Radweg geben würde. Der bürgerliche Konservatismus ist nicht das erste Mal nachteilig für die Stadt gewesen. Es gab ja 1866 eine große Diskussion, ob wir eine Kanalisation in Dresden einführen. Und die konservativen Dresdner haben damals gesagt, nein, das ist zu modern, das ist zu unhygienisch, wir bleiben dabei, wir wollen weiter die Jauche mit dem Schöpfeimer aus der Grube holen, die in Wagen fahren und nach Klotsche bringen und dort verschütten. Das hat 1866 hat es 25 Jahre lang gedauert, bis man gemerkt hat, dass man hinter dem Mond ist. Und dann hat man auch angefangen, eine Kanalisation zu bauen, aber die Dresdner mussten es halt noch 25 Jahre länger ertragen, dass die Jauche hier durch die Straßen gefahren ist. Und das droht uns, wenn es eine bürgerliche Mehrheit gibt, die hier den Fortschritt verhindert. Sie verkennen die Situation. Es gibt nicht mehr Autofahrer und Radfahrer, sondern es gibt Menschen in dieser Stadt, die unter Umständen über ein Auto verfügen, über eine Monatskarte verfügen oder aber über ein Fahrrad. Und je nachdem, wie sie Laune, welchen Weg sie zu erledigen haben, ihren Verkehrsmittel auswählen. Insofern ist das hier ein Rückschritt an der Stelle, wo er nicht notwendig wäre, aber ich kann Ihnen auch garantieren, wenn die Albertstraße für den Autoverkehr vierspurig bleibt, werden wir mal sehen, was am Königsufer noch so geht. Dort gibt es ja einen Wettbewerb und Vorschläge, die Köpke-Straße und die Meißner-Straße zu verkleinern, aus städtebaulichen Gründen. Und das öffnet uns die Chance, hier tätig zu werden. Wir freuen uns drauf, aber lassen Sie es mit dem Antrag lieber sein. Vielen Dank. Als nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie uns mal einen Augenblick vorstellen, es gäbe jetzt nicht diesen Antrag dieser Seite des Hauses, sondern wir hätten einen ganz normalen Planungsvorgang und wir müssten uns jetzt überlegen, ganz stressfrei, ohne vorherige Debatten, die gelaufen sind in der Öffentlichkeit, wir müssten die Albertstraße neu planen. Und dann würden wir, wie bei jeder anderen Straße in Dresden auch, würden wir uns angucken, wie sind die Verkehrsmengen, wie haben die sich entwickelt, welche Bedeutung hat die Albertstraße für den Autoverkehr, für den Radverkehr, für den Fußverkehr,
Welche städtebauliche Bedeutung hat die Albertstraße? Und dann würden wir danach unsere Entscheidung ausrichten, wie wir den Raum aufteilen würden. Und Nils Larsen hat es auch schon gesagt, der Autoverkehr auf der Albertstraße ist seit dem Jahre 2005 von 40.000 auf 19.700 Pkw zurückgegangen. Und liebe CDU, ich wundere mich schon ein bisschen, dass Sie dermaßen schlecht von Ihrer eigenen Politik denken. Sie könnten sich doch hier hinstellen und sagen, ja, es ist uns, der CDU, zu verdanken, weil wir eben die Waldstädtchenbrücke gebaut haben, die in dieser Stadt sehr umstritten war, dass wir jetzt die Albertstraße zurückbauen können, zurückbauen ist ein falsches Wort, dass wir dort Radverkehrsanlagen einordnen könnten, denn es ist einfach so, für einen Straßenquerschnitt für 19.700 Autos brauchen wir zwei Streifen. Einen in die eine Richtung stadtwärtig und einen in die andere Richtung stadtauswärtig. Und keiner würde groß über die Frage debattieren, sondern das würde ganz normal durch den Bauausschuss durchgehen und es gäbe überhaupt keine öffentliche Debatte darüber. Es ist einfach das passiert, dass Sie meinen, dass Sie jetzt hier in dieser Stadt Dinge zurückdrehen müssten, die angeblich Rot-Grün-Rot verbrochen hat. Meine Vorredner haben es gesagt, es ist keine rot-grün-rote Idee. Es ist eine Idee, die auf das Jahr 2011 auf die Petition des ADFC zurückgegangen ist, die damals vom Petitionsausschuss von allen Fraktionen geteilt worden und unterstützt worden. Und es ist geplant worden, auch schon unter Bürgermeister Marx. Es ist dann weiter geplant worden unter Bürgermeister Schmidt-Lamontagne. Aber das ist schlicht und ergreifend die einfache Wahrheit. Und Herr Zastro, ja, Sie sind ein Autopopulist. Sie sind aber auch, und was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, ich meine, man kann das vertreten, dass man da Autoverkehr, den Vorrang haben muss, aber ich komme auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen daran festhalten, aus ganz sehr grundsätzlichen Erwägungen, dass wir Politik anhand rationaler Kriterien machen. Und wenn Sie einfach sagen, dass es sich um ein Gefälligkeitsgutachten handelt, dann finde ich das schon ein starkes Stück. Es handelt sich hier um das Ingenieurbüro Schlotau und Wauer, von dem ich annehme, dass es schon öfters für die Landeshauptstadt Dresden gearbeitet hat. Und ich kann nicht erkennen, dass dieses fachliche Ingenieurbüro jetzt weniger Fachkenntnisse hätte als Sie. Ich würde eher das Gegenteil davon annehmen. Ich bin auch sehr gespannt, Herr Thiele. Und Sie sitzen ja gleich in der ersten Reihe. Und ich fordere Sie wirklich auf, Herr Thiele. Sie arbeiten an der TU Dresden im verkehrslichen Fachbereich. Sie sind ein Fachmann, Sie haben zwar andere politische Prioritäten als wir, aber Sie sind zweifellos ein Fachmann. Und ich fordere Sie hier auf, dass Sie von hier vorne von dem Podium, hier dem Stadtrat in der Dresdner Öffentlichkeit sagen, ob Sie diese Einschätzung eines Gefälligkeitsgutachtens, also eines gefälschten Gutachtens, denn teilen. Herr Thiele, ich kann mir das nicht vorstellen und ich bin sehr gespannt, wie Sie hier agieren werden. Dieses Gutachten ist völlig klar. Es ist übrigens nicht so, wie Herr Zastro sagt, dass da nur eine Kreuzung betrachtet worden ist, sondern es ist die Kreuzung Albertplatz und es ist die Kreuzung Carolaplatz betrachtet worden. Es ist auch völlig richtig und auch völlig üblich, dass eben für die Frage der Durchlassfähigkeit die Durchlassfähigkeit der Kreuzungen relevant ist und nicht die Breite der Straße. Wenn Herr Zastro das Glück hätte, auch Mitglied im Verkehrsausschuss zu sein, dann hätte er vielleicht mitbekommen, dass das ein absolut übliches, normales Vorgehen und Verfahren von jedem Ingenieurbüro ist. Und ich wundere mich auch schon sehr, wenn Sie sagen, Gefälligkeitsgutachten, was der Bürgermeister höchstpersönlich gefälscht hatte. Ich meine, Sie waren nicht im Verkehrsausschuss, aber ein Professor Köttnitz, wir kennen ihn ja alle, wir schätzen ihn auch manchmal nicht, aber Herr Köttnitz hat eindeutig gesagt, natürlich ist es richtig. Herr Köttnitz hat diese Planung verteidigt. Ich glaube nicht, dass Sie irgendwie irgendeine Glaubwürdigkeit beanspruchen können, wenn Sie tatsächlich behaupten, dass Herr Professor Köttnitz jetzt irgendwie eine grüne Autoverhinderungspolitik betreiben würde. Also den Eindruck haben wir jedenfalls ganz bestimmt nicht. Doch, okay. Also, okay, jeder macht sich lächerlich so gut, wie er kann. Zu der Frage der Brücken, die Sie jetzt so hochgezogen haben, das finde ich auch eine interessante Sache. Ich möchte Ihnen sagen, wer diese Zählung durchgeführt hat, und zwar übrigens nicht zum ersten Male. Und es war auch nicht der Bürgermeister. Es war noch nicht mal die Stadtverwaltung. Es war die Technische Universität Dresden. Sagen Sie jetzt, dass die Technische Universität Dresden hier für einen grünen Baubürgermeister ein Gefälligkeitsgutachten anfertigen würde? Herr Zastro, wo leben Sie denn? Hören Sie doch mal auf, die wissenschaftlichen Institutionen und unsere Ingenieurbüros, unsere Fachleute hier in den Dreck zu ziehen. Ich muss es schon sagen.
Ein letzter Satz. Nein, ich mache es den zweiten Beitrag. Vielen Dank. Wir machen weiter mit der SPD-Fraktion, Herr Steinmann-Fischer. So, ich suche hier unsere Präsentation, oder beziehungsweise das Video. Okay, ja, ich fange schon mal an, während das die Grundlage meiner Rede sozusagen per Stick noch ergänzt wird. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Lichti hat es, glaube ich, schon ganz korrekt bezeichnet, was die Misere an der Sache ist. Es ist zu einem Symbol geworden, dieses Thema, und entzieht sich damit einer nüchternen, sachlichen Betrachtung. Und das ist auch das Problem an der Sache. Wenn irgendwann alles zum Symbol wird, jede Studie nur noch eine Taktik ist, ein Schachzug. Jede Studie nur noch ein Schachzug der Taktik. Dann was ist dann die Grundlage für Politik? Und ich glaube, wenn man sich in so einem, ja, wenn man anfängt so zu denken, dann ist vielleicht auch der Zeitpunkt erreicht, wo man mit der Politik aufhören sollte. Ja. Ich sehe auch immer wieder die Argumentation der konservativen Seite zu diesem Thema. Es wird gesagt, auf der einen Seite, es gibt ja Alternativen. Die CDU sagt, man kann entlang der Albertstraße Radverkehrsanlagen auf andere Weise bauen. Ich gehe davon aus, dass sie das auch noch weiter ausführen wird. Die Konsequenzen davon sind, wir gehen in ein teures, umständliches, personalintensives Planfeststellungsverfahren und Planungsverfahren mit einer Planungsdauer von 5 Jahren. Das bedeutet, 14 Jahre nach der Petition wird als erstes die Radverkehrsanlage endlich gebaut. 14 Jahre nach der Petition im Jahr 2011, wenn man sich diese Planungsabläufe anguckt. Von der FDP kommt die Argumentation, die öfter kommt, man müsse ja kreativ denken und die Radfahrer könnten ja auch mal woanders fahren. Das hatten wir auch schon bei der Blasewitzer Straße, bzw. Loschwitzer Straße in Blasewitz. Da wird einfach gesagt, es geht, man kann ja kilometerlange Umwege in Kauf nehmen, die Parallelstraßen sind ja da. Und wenn man sich das genauer anguckt, wir reden hier von einer der wichtigsten Radverkehrsverbindungen, wahrscheinlich nach dem Elbe-Radweg innerhalb von Dresden, von der Neustadt zu den wissenschaftlichen Einrichtungen an der Uni. Da gibt es die Alternative, die wurde schon benannt, die Hauptstraße. Da fahren heutzutage viele längs, ich auch. Aber ich merke auch, dass gerade die älteren Anwohnerinnen und Anwohner an der Hauptstraße das gar nicht so toll finden, dass der Radverkehr hauptsächlich dort längs fließt. Weil das nämlich zu Gefahren führt, es gibt dort keine abgetrennten Gebiete für Radfahrer und Fußgänger, sondern es fährt alles wild durcheinander oder läuft wild durcheinander. Im weiteren Verlauf die Albertbrücke, die ja eigentlich auch nicht autofrei werden soll. Und dann die Prager Straße, eine Fußgängerzone, da darf man in Dresden Fahrrad fahren, aber die großen Massen sind da sicher auch nicht gewünscht. Wir haben als Alternative die Marienbrücke. Entlang der Marienbrücke haben Sie eigentlich fast überall, wenn Sie aus Richtung Neustadt zur Uni fahren, einen Radweg, Sie haben keinen Radweg, Sie fahren auf dem Fußweg und gerade am Bahnhof Mitte kommen Ihnen die Fußgänger aus den Seiten, aus den Bahnbögen, von der Bahnstation plötzlich entgegen und die Gefahr eines Unfalls ist sehr stark. Ich sehe auch dort nicht, wie man dort Radverkehrsanlagen bauen kann, denn es ist alles ziemlich eng. Und hinzu kommt die katastrophalen Ampelschaltungen. Ich vermute nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für die Radfahrer, die dort eigentlich an jeder dort alle 200 Meter stehenden Ampel erstmal warten müssen. Wir haben die Albertbrücke und im weiteren Verlauf die Günzstraße und dort haben wir auch zahlreiche Situationen. Die Günzstraße soll übrigens demnächst auch als Planung hier vorliegen und die dort ausgebaut wird. Und da gucken wir mal ganz genau hin, wie die Radfahrer dort berücksichtigt werden. Dort haben Sie die Situation am St. Benno-Gymnasium, mehrere Haltestellen, wo sich Radfahrer
auf einem nicht breiter werdenden Fußweg die Flächen mit den Haltestellen teilen müssen. Und da warten relativ viele Kinder. Der Radfahrer hat die Möglichkeit oder die Radfahrerin hat die Möglichkeit, entweder auf die Straße auszuweichen oder eben durch die Massen durchzufahren. Und da die Autofahrer gleichzeitig grün haben wie die Radfahrer und parallel fahren, bedeutet das Ausweichen auf die Straße in der Regel erstmal anhalten und den Autostrom durchlassen. Mein Ziel war eigentlich, Ihnen ein Video zu zeigen, das Sie wahrscheinlich auch bereits gesehen haben auf Facebook oder in der DNN, wo Sie sehen, wie viel Verkehr heute auf der Albertstraße los ist, und zwar in die maßgebliche Richtung. Sie sehen dort, dass die Albertstraße häufiger frei ist, weil sie entlang der Ampelschaltzeiten dort eben extrem wenig hineinkommt. Sie sehen auch, dass die Autofahrer schon heute so fahren, als wäre die Straße einspurig. Ganz selten fahren mal zwei Autos parallel und dann auch nur, weil sie sich an der Ampel am Archivplatz nebeneinander aufgestellt haben. Und wie schon gesagt und wie schon meine Vorredner angesprochen haben, der Knoten am Albertplatz bleibt ja zweispurig. Und auch die Zufahrt an der Carola-Brücke, das hat die Untersuchung gezeigt, wird nicht beeinträchtigt. Eine Sekunde, meine Güte. Also fassen wir zusammen. Wir haben vor allen Dingen es hier mit einem Symbol zu tun, ein Symbol, was völlig unnötig ist und was klar ist, wo man jetzt auch nicht wieder zurückkommt. Es ist sehr schade, wenn die Entscheidung, so wie sie jetzt sich ankündigt, getroffen wird. Ich hoffe, dass Alternativen schnell kommen. Es ist aber zu befürchten, dass dies nicht so ist. Vielen Dank. So, als nächstes AfD-Fraktion, Herr Ober oder Herr Vogel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, grundsätzlich ist gegen eine Neuverteilung des knappen Verkehrsraums zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern nichts einzuwenden. Grundsätzlich. Dort, wo sich Veränderungen im Nutzungsverhalten ergeben, muss Politik und Verkehrsplanung reagieren. Dort, wo sich tatsächlich auch Veränderungen einfinden. Das kann letztendlich auch zur Reduktion von Spuren für den motorisierten Individualverkehr führen. Soweit, so grundsätzlich. Die Augustusbrücke fällt für den Pkw-Verkehr aus, von eventuellen Zeiträumen aufgrund von anderweitigen Brückensanierungen einmal abgesehen. Die Diskussion zur Carola-Brücke ist im vollen Gange. Breitere Radstreifen und weniger Platz für den motorisierten Verkehr wird von einer Seite vehement gefordert. Für die Marienbrücke wird derzeit die Einbindung des Rad- und Fußgängerverkehrs auf die Elbradwege nachgedacht. Alle Varianten laufen auf eine einseitige Benachteiligung des Pkw-Verkehrs hinaus. In einer Landeshauptstadt, in einer Großstadt wohlgemerkt. Mit zwei zusätzlichen Querungsmöglichkeiten in Höhe der kleinen Marienbrücke und der Friedrichstraße mit zugehörigen Ampeln wird der Autoverkehr auch hier ausgebremst werden. Die Albertstraße als wichtigster Abfluss des Verkehrs von der Carola-Brücke in Neustädter Richtung, hat damit für den motorisierten Individualverkehr, und Sie halten jetzt vielleicht mal den Mund, ausnahmsweise vielleicht mal, eine herausragende Bedeutung. Herr Oberbürgermeister, könnten Sie vielleicht, Dankeschön. Die Albertstraße als wichtigster Abfluss des Verkehrs von der Carola-Brücke in Neustädter Richtung hat damit für den motorisierten Individualverkehr eine herausragende Bedeutung und ist nur im Kontext mit den vorgenannten Beschränkungen des Pkw-Verkehrs auf den Dresdner Elbquerungen zu sehen. Pkws sind nun mal der wichtigste Verkehrsträger in unserer Stadt und wird es auch noch auf absehbare Zeit bleiben. Damit müssen Sie sich einfach mal abfinden. Die Verkehrsbefragungen zeigen, 71% nutzen ausschließlich oder auch zusammen mit anderen Verkehrsträgern auch das Auto. Wo also soll das wichtigste Verkehrsmittel unserer Stadt noch verkehren können? Der Rückbau der Albertstraße für den Pkw- und Lkw-Verkehr ist nicht gerechtfertigt, er ist sogar dumm. Daher findet der Antrag unsere Zustimmung. Danke.
Als nächstes Bürgerfraktion, Herr Dr. Bösel. Oder Herr Blümel, okay. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will vielleicht noch mal darauf zurückkommen, was ist eigentlich Inhalt dieses Antrages. In den letzten Tagen wurde hier kolportiert, der Antrag soll Radfahrer in dieser Stadt behindern, er soll Radverkehr verhindern, er soll Radverkehrsanlagen verhindern. Eigentlich alles das, was Menschen heute gut finden, soll er verhindern, ist also ein böser Antrag. Was macht er wirklich? Der Antrag fordert eigentlich nur, und normalerweise müsste jeder Stadtrat, der hier sitzt, jede Stadträtin diesem Antrag zustimmen, dass die Stadtverwaltung das macht, wozu sie verpflichtet ist, auf der Grundlage von rechtlichen Voraussetzungen zu arbeiten. Welche Rechtsgrundlage hat eine Ausschreibung, die durch keinerlei Stadtratsbeschluss gedeckt ist? Der Beschluss, den der Petitionsausschuss gefasst hat, ist eine Empfehlung, und zwar eine Empfehlung an die zuständigen Fachausschüsse. Und deswegen ist das, was wir jetzt fordern, eigentlich genau das Normale. Wir fordern, dass bei einem Verkehrsbauvorhaben Varianten erarbeitet werden, diese Varianten dem zuständigen Fachausschuss, und das ist der für Bau und Verkehr, vorgelegt werden. Und der, das hat Herr Lichti ja so richtig schön gesagt, dann auf dieser Grundlage eine Entscheidung trifft. Das ist aber hier nicht passiert, sondern irgendwann vor vielen Jahren hat mal ein Petitionsausschuss eine Empfehlung abgegeben, man könnte so etwas machen, und das wird uns heute als Rechtsgrundlage für so eine Vergabeentscheidung präsentiert. Ich finde, dass das ziemlich dünn ist. Ich möchte auch auf die Argumentation in der Sache eingehen. Es wird hier auch heute wieder argumentiert, der Radverkehr nimmt überproportional zu. Herr Lichti hat uns ermahnt, wir sollten die Dinge, die tatsächlich sachlich auf dem Tisch liegen, beachten. Und sachlich auf dem Tisch liegt der Verkehrsentwicklungsplan, nämlich ein offizielles Dokument der Stadt. Und da kann man natürlich auch die Entwicklung des Modals Split nachverfolgen. Das ist ja eine Methode, die in Dresden entwickelt wurde, die seit vielen Jahrzehnten ja angewendet wird. Und da gucke ich mir an, 1994 war der Anteil des Radverkehrs in Dresden bei 8%. 1998 lag er bei 10%. Bei 2008 waren wir mal bei 16%, nachdem wir in der Messung vorher bei 12% waren. 2013 lagen wir wieder bei 12%. Ich weiß nicht, wie die neuen Zahlen aussehen. Fakt ist, ich erkenne daraus keine Entwicklung, die eine dramatische Zunahme des Radverkehrs im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern in dieser Stadt bedeutet. Und das hat aus meiner Lebenserfahrung heraus einfach die Folge, dass es eine bestimmte Anzahl von Menschen gibt, die tatsächlich zu jeder Tages- und Nachtzeit, die zu jedem Wetter Rad fahren. Die wird es immer geben, und auch für die müssen wir Angebote machen. Da sind wir nicht dagegen, sondern das halten wir für richtig, vernünftig, weil auch sie Steuern zahlen und ein Recht darauf haben, entsprechende Verkehrswege vorzufinden. Aber was wir hier erleben, und das ist auch der Grund, warum wir mit Antragsteller sind, und das habe ich bereits mehrfach an dieser Stelle gesagt, es reicht einigen in diesem Stadtrat nicht aus, tatsächlich auch gute Angebote an andere zu machen, sondern diese müssen immer verbunden werden mit einer Repression gegen das Auto. Diese Repressionspolitik gegen das Auto ist der eigentliche Punkt, der uns stört und den wir einfach auch nicht mehr mitmachen. Wir erleben das an ganz vielen Punkten. Ich nenne den Zellischen Weg, ich nenne das Blaue Wunder, ich nenne die Große Meißner Straße. Immer wieder wird hier systematisch versucht, den Autoverkehr zu verdrängen. Man kann das natürlich glauben, dass das ein vernünftiger Weg ist, um die Leute zum Umsteigen zu bewegen. Die Lebenserfahrung sagt auch hier, durch Repression erreiche ich eigentlich nichts, sondern nur Verdrängung. Ich erreiche eher Politikverdrossenheit. Und diesen wollen wir nicht befördern, indem wir Leute gängeln, indem wir sie erziehen wollen. Deswegen, glaube ich, denken Sie darüber nach, ob das richtig ist, was Sie da tun. Wir werden, solange wir das können, dementsprechend gegenhalten und dafür sorgen, dass alle wirklich gleichberechtigt behandelt werden. Und gleichberechtigt heißt eben nicht
einen fördern und den anderen gängeln. Dankeschön. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die CDU-Fraktion, Herr Thiele. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadtratskolleginnen und Kollegen, heute habe ich mal ein paar Bilder und eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich stütze mich an der Stelle jetzt auf die Präsentation, die auch im Bauausschuss von der Stadtverwaltung vorgestellt wurde. Und keine Angst, ich werde das hier nicht in der großen Ausführlichkeit darbieten, dazu fehlt mir die Zeit, ein paar wenige Bilder. Mit dem Bild möchte ich anfangen. Das ist dann sozusagen die Bilanz der Verkehrsmengen, wenn die Umgestaltung der Albertstraße in die Tat umgesetzt werden würde. Wir sehen dann also prognostiziert einen Rückgang der Kfz-Verkehrsstärke nach entsprechender Umsetzung der Maßnahme um 600 Kfz nochmal am 24 Stunden, also am durchschnittlichen Werktag, um 600 Kfz auf der Albertstraße und eine Zunahme auf der Köpke-Straße, Große Meißner Straße, um 600 Kfz. Entschuldigung, ein Rückgang auf der Albertstraße um 1700 Kfz und eine Zunahme um 600 Kfz auf der Großen Meißner Straße. Das mache ich deshalb, dieses Bild, weil ja auch in Ihren Reihen gerne und trefflich darüber diskutiert wird, die Große Meißner Straße, Köpke-Straße entsprechend zurückzubauen, um die Fußgängerverkehrsbeziehung zu verbessern, von der Augustusbrücke in Richtung Hauptstraße zum Beispiel. Das sage ich Ihnen klipp und klar. Wenn wir das jetzt mit der Albertstraße machen und wir dann eine entsprechende weitere Zunahme auf der Großen Meister-Köpke-Straße haben, dann können wir das vergessen. Insofern beziehe ich mich vorhin auf die Aussage von Herrn Würz, der ja darauf auch schon Bezug genommen hat. Das passt dann nicht zusammen, meine lieben Damen und Herren. Und jetzt noch einen weiteren Punkt, leider etwas unscharf hier, entsprechend die beiden Knotenpunkte, um die es dann geht. Ja, es ist richtig, die Leistungsfähigkeit solcher Verkehrsanlagen bemisst sich im Endeffekt an den entsprechenden Knotenpunkten. Und da sehe ich hier insbesondere ein Problem am Carola-Platz. Einen Pointer haben wir hier, glaube ich, nicht, aber ist egal. Ich denke, es ist eindeutig erkennbar, dass eben am Carola-Platz dann von der Carola-Brücke aus Ihrer Sicht von links kommend nur noch eine gerade Ausspur zur Verfügung stehen wird. Herr Würz hat vorhin dargestellt, es wäre heute schon so mit dem Rückstau von der Linksabbiegespur zu einigen Zeiten am Tag. Mag das so sein, trotzdem kann man dann auf zwei Spuren über den Platz drüber fahren und künftig wird das nicht mehr möglich sein. Insofern wird hier schon etwas weggenommen. Und ein zweites Problem, und da spreche ich dann insbesondere auch den ADFC an. Wenn Sie also künftig dann auf Ihrem schönen, schicken Radweg von der Albertstraße kommen, werden Sie über den Platz geführt und kommen auf so eine Dreiecksinsel, dann auf dem südlichen Teil des Carola-Platzes und müssen dann die Straßenbahnschienen überqueren, um auf den kombinierten Gehradweg zu kommen, der über die Carola-Brücke führt. Ich glaube nicht, Herr Larsen, dass das eine attraktive Lösung ist für den ADFC, die man sich so vorstellt. Und an der Stelle möchte ich auf ein zweites Problem hinweisen. Wenn diese Maßnahme so umgesetzt wird an der Albertstraße, dann werden wir hier künftig zweimal die Straßenbahnschienen queren müssen im Bereich Albertplatz und Carolaplatz. Bisher ist es so eigentlich nicht vorgesehen. Die Radfahrer werden durch das Rondell Albertplatz geführt. Und ich gebe zu, im Moment haben wir gar keine Verkehrsanlage im Zuge der Albertstraße und viele fahren auf der Sarasani-Straße und müssen dann erst an der Synagoge die Straßenbahnschienen queren. Selbst wenn wir vielleicht künftig eine andere Lösung an der Carola-Brücke möglicherweise bekommen, die Stadtverwaltung prüft das gerade, wird es sehr viel Zeit brauchen, bis man das hat. Ich beende jetzt diese Präsentation, möchte Ihnen ein paar Bilder zeigen. Was ich mir so für Gedanken gemacht habe, das ist der Fußweg nördlich vom Carola-Platz in Richtung Albertplatz. Wir sehen also einen breiten Fußweg, einen breiten Grünstreifen neben der Straße. Aus meiner Sicht kann man dort hervorragend einen Radweg anordnen. So geht es dann weiter, ja, in Richtung Albertplatz. Ich gebe zu,
In Richtung Alberplatz haben wir vielleicht zwei Engstellen. Ich traue der Stadtverwaltung zu, das zu lösen. Auf der anderen Seite, ja, auch auf der Bushaltestelle kann man das lösen. Jetzt hängt hier leider die Präsentation. Ja, die Zeit ist eh um. Ich nehme mir genau noch ein kleines bisschen mehr Zeit, wie Ihre Kollegen auch manchmal heute. Ich komme dann nochmal darauf zurück. Das ist der George-Kommandei-Platz. Ich denke, man hat hier genügend Möglichkeiten, eine attraktive Radverkehrsanlage einzuordnen, um eine attraktive Einfahrt von dem Radweg aus dem Rondell-Albert-Platz in Richtung Sarasani-Straße umzusetzen. Ich halte das für möglich. Und wenn wir das hier sehen in der Flucht, geht das aus meiner Sicht hervorragend. Und dann können die Radfahrer in aller Ruhe in der Sarasani-Straße fahren. Ich habe jetzt in Vorgesprächen gehört, da müsste man noch ein Thema der Widmung lösen, halte ich für machbar. Und dann braucht man die Straßenbahnschienen in dem Bereich Albertstraße auch in Richtung Innenstadt für den Radverkehr nicht zweimal kreuzen. Das wäre mein Ansatz. Und vielleicht auch noch zum Thema unseres Antrages. Kommen da Sie jetzt dann schon, bitte zum Ende, Herr Dieter? Ich komme gleich zum Ende. Da ist jetzt schon viel gesagt worden. Uns geht es genauso darum, wir brauchen hier an der Stelle dem Autoverkehr gar nichts wegnehmen, um auch attraktive Radverkehrslösungen zu bauen. So habe ich auch ehrlicherweise die Petition verstanden, die da 2011 hier beschlossen wurde. Leider ist es von der Stadtverwaltung so nie in Angriff genommen worden. Und immer wenn wir damit konfrontiert wurden, haben wir das auch kritisiert. Allerdings war es hier immer so dargestellt, dass die Verwaltung diese Planung so umsetzen möchte. Wir hatten nichts, worüber wir abstimmen konnten im Bauausschuss. Es gab keine Vorlage. Und, auch das gebe ich zu, bis vor kurzem gab es keine Aussicht auf eine entsprechende Mehrheit. Die gibt es jetzt, die wollen wir versuchen zu nutzen und wir werden sehen, wie die Abstimmung heute ausgeht. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und auch draußen im Netz. Lassen Sie mich beginnen mit zwei Worten, die ich in letzter Zeit öfter höre. Das ist einmal Sachfragen. Wir wollen uns an Sachfragen orientieren. Wir wollen aufgrund von Fakten entscheiden und nicht nach irgendeinem politischen Gutdünken. Das höre ich sehr häufig. Und was heute auch häufig gefallen ist, ist, die Verkehrsarten sollen gleichberechtigt behandelt werden. Ja. Wir haben auf dieser Strecke 4 Autospuren. Wir haben keinen sinnhaften Radweg. So, ich sage das nochmal. Wir haben 4 Autospuren, die man auch nicht wirklich braucht, weil nur noch 20.000 Autos pro Tag dort fahren und für die deutschen Baurichtlinien auch nur 2 Spuren bauen würden. Sie behalten aber 3 und wir haben keine sinnhafte Radführung. Und Herr Thiele hat es Gott sei Dank eben an die Wand geschmissen. Wir könnten dieses Frühjahr anfangen, dort Radverbindungen zu bauen. Das Geld ist auch schon beantragt, die Fördersumme. Wir kriegen 90% gefördert und das schmeißen wir jetzt einfach weg. Für die vage Hoffnung, irgendwann in 5 Jahren, weil Herr Thiele hat ja gesagt, man kann das wahrscheinlich baulich machen, ja. Aber Herr Stahlmann-Fischer hat darauf hingewiesen, und so steht es auch von der Verwaltung aufgeschrieben, mit Planfeststellungsverfahren, mit großen Umbauten, mit großem Geld, wahrscheinlich mehrere Millionen, die wir dann ausgeben müssen. Dies, was dann realisiert würde im Jahr 2023, 2024, was aber Quatsch ist, weil wir nämlich vor zwei Stunden im Luftreinhalteplan Maßnahme 9 beschlossen haben, wo wir alle zusammen in diesem Raum, ein paar Enthaltungen gab es, alle zusammen, auch Schwarz-Blau, auch die FDP, die Rumpf-FDP, alle haben zugestimmt, Maßnahme 9, gucken Sie nach, Radwege auf der Albertstraße. Ja, Maßnahme 9. So, und jetzt frage ich mich, Herr Hilbert ist leider nicht da, aber wenn ich Oberbürgermeister wäre, würde ich mir ernsthafte Gedanken machen, ob das sinnhaft ist, 2 Stunden, nachdem wir den Luftreinhalteplan, wir haben es lange beredet, das Ding muss dann zur EU, das wird dort angeguckt, da wird geschaut, ob das alles richtig ist und so weiter. Und wenn 2 Stunden später der liebe Stadtrat einfach mal eine Maßnahme 9 erdet.
So. Mein zweiter Punkt ist, es ist ja aber eigentlich noch viel schlimmer. Es ist noch viel schlimmer. Bisher hat es noch keiner angesprochen. Doch, in Ihrem Antrag steht, dass das Geld, was jetzt eingestellt ist, was mit einem Faktor 9 gehebelt wird, 9. Irgendjemand meint doch, FDP, CDU könnten mit Geld umgehen. Für 1 Euro kriegen wir 9 Euro obendrauf und können damit in Dresden lokale Unternehmer bezahlen, dass sie hier irgendwelche Arbeiten machen. So, das schmeißen wir weg. Nein, das brauchen wir nicht. Wofür? Um dieses Geld, das steht in dem Antrag so drin, in die allgemeine Liquiditätsreserve zu gehen. Herr Zastrow, da steht Liquiditätsreserve, also Topf. Sie nehmen es dem Radverkehr weg. Was Sie hier machen, Sie tun es in den allgemeinen Topf und können daraus Kunstschnee machen. So, also, Sie schlagen nicht nur dem Radverkehr ins Gesicht, an dieser Stelle töten Sie ihn. Sie töten ihn nicht nur, Sie legen ihn auch noch ins Grab mit dem Gesicht nach unten, nach Norden ausgerichtet und dann pissen Sie auch noch drauf. Also, Sie verletzen damit den Luftverkehr. Ich komme zum Schluss. Können Sie sich mal beruhigen, bitte? So. Also, Sie verletzen. Also wenn wir uns alle ein wenig auf die Tagesordnung und den Gegenstand konzentrieren, erstens zuhören und zweitens, Herr Dr. Schulte-Wissermann, ein wenig konkreter am Thema und etwas freundlicher formulieren, kommen wir auch mit den 6 Rednern, die wir noch haben, noch durch. Gut, danke für den Hinweis. Wir verletzen also den Luftreinhaltsplan. Wir lehnen Geld, was schon beantragt ist, ca. 400.000 Euro, lehnen wir ab, brauchen wir nicht. Wir nehmen Geld aus dem Radverkehr heraus und machen daraus was anderes, eventuell Kunstschnee. Und wir haben es gehört bei den Fragen und Antworten am Anfang, wir haben ein nicht ganz unerhebliches Risiko, schadensersatzpflichtig zu werden. Das Ganze ist also nicht gut. Meine Zeit ist um und ich hoffe, dass wenn 40% der Leute Auto fahren, die restlichen halt aber schlau genug sind, es haben sich ja viele bemeldet, dass die Zukunft vielleicht etwas mehr Vernunft in dieses Haus eintritt. Dankeschön. Ich darf darauf hinweisen, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt 6 Redner und wir haben noch ein paar Tagesordnungspunkte drauf. Natürlich wird die Rednerliste so lange aufgerufen, bis eine Abstimmung dann endlich ansteht. Ich halte es aber durchaus für zielführend, wenn wir die Debatte in etwas ruhigerer Atmosphäre führen. Das heißt, einer spricht, möglichst höflich, die anderen hören zu, dann kommen wir schneller zum Ergebnis. Nächster Redner ist Herr Flemming. So, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt spreche ich hier mal als einer derjenigen, der damals in diesem Petitionsausschuss dabei war. So, und dann frage ich und will dabei jetzt doch mal ein paar Dinge klarstellen. Herr Larsen, ich weiß nicht, wer Ihnen diese Märchen eingeflüstert hat, indem Sie hier behaupten, die Stadträte Müller, Malberg, Flemming, Genschmar hätten damals hier diese vorgelegte Variante, die heute zur Ausführung vorgeschlagen ist, hätten dem zugestimmt. Das ist vollkommener Nonsens. Wir haben damals, und deshalb war der Beschluss im Petitionsausschuss vor 8 Jahren auch einstimmig, wir waren gemeinsam der Meinung, dass man auf der Albertstraße eine Verbesserung für den Radverkehr erreichen muss. Das war der Konsens. Und dann wurde die Stadtverwaltung beauftragt, doch dazu Varianten zu untersuchen. Das war die Beauftragung. Und wir als CDU, wir haben dann auch darauf gedrängt, dass man bitte auch die Variante über die Sarasani-Straße mit berücksichtigt.
Ja, das zeigt also auch schon an der Stelle, wo wir hingedacht haben damals. Und wir haben dann in der Petition oder haben beauftragt, haben gesagt, und wenn eine Fahrradwegführung nicht im Seitenraum möglich sein soll, sondern im Straßenraum, dann haben wir einen Verkehrsversuch dazu beauftragt. So, und jetzt schauen wir uns doch mal an, was heute rausgekommen ist. Ja, man hat scheinbar Varianten untersucht. Das ist dann auch in einer Anfrage, die der Herr Zastrow im Jahr 2017 gestellt hat, nochmal quasi beantwortet worden. Man hat Varianten untersucht, aber das so im Seitenraum, das wäre so aufwendig. Und hat das dann aber auch gar nicht weiter mit den Fachleuten im Bauausschuss diskutiert, sondern es kam dann eine Lösung heraus am Ende, die einer offensichtlich ideologisierten linken Verkehrspolitik entspricht, die auch durch keinen Verkehrsversuch gedeckt worden ist. Und in der Antwort an Herrn Zastrow war dann auch geschrieben, naja, also wir konnten den Verkehrsversuch ja nicht machen, weil während der Baumaßnahmen am Pirnaischen Platz und der Sanierung der Albertbrücke wären ja verzerrte Verhältnisse gewesen. Ja, Herr Gottemann, man hat auch hinterher keinen Verkehrsversuch gemacht, um diese vorgeschlagene Lösung mal zu validieren. Da frage ich jetzt mal, warum hat man diesen Verkehrsversuch denn nicht gemacht? Wären da vielleicht Lösungen oder Ergebnisse rausgekommen, die einem nicht gefallen hätten für genau die jetzt vorgeschlagene Lösung? Das wollte ich einfach hier mal richtig stellen. Die CDU hat zu keiner Zeit der im Moment vorgesehenen Lösung der Verkehrsführung für die Radfahrer zugestimmt. Das wollte ich hier klarstellen. Und das gilt natürlich auch für die anderen, die damals im Petitionsausschuss dabei waren. So, jetzt verschwinden gerade meine ganzen Redner hier. Als nächster Herr Triefs. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne und im Stream, da erleben wir ja heute hier eine schöne schwarz-blau-gelbe Show bei diesem Thema. Und diese Show wird auch noch mal besonders deutlich, wenn Sie ein bisschen das im Hintergrund laufende Video oder die im Hintergrund laufende Aufnahme beobachten. Da werden Sie jetzt in den nächsten 5 Minuten sehen, wie es auf der Albertstraße um den Verkehr bestellt ist. In der Woche zur Hauptverkehrszeit haben wir dort eine halbe Stunde lang den Verkehrsfluss beobachtet und aufgenommen und in kleinem Zeitraffer auf diese 5 Minuten hier zusammengefasst. Sie werden dort sehen, ganz, ganz selten ist die mittlere Spur überhaupt genutzt. Es ist immer möglich, dass der Autoverkehr ohne sich zu stauen auf einer Spur stattfindet. Höchstens mal, wie gerade eben gesehen, wenn die Ampelanlage am Archivplatz rot wird, stellen sich die Autos mal zweispurig auf der Albertstraße auf. Und wenn man bedenkt, dass an diesem Tag -5 Grad waren, ist das, was an Radverkehr dort zu sehen ist, dann doch schon relativ beachtlich. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, da kommt eine ganze Menge dazu, wenn wir über Plusgrade reden. Das Argument, was auch mir bisher in der Debatte am besten gefallen hat, war tatsächlich das vom Kollegen Blümel mit der Gleichberechtigung. Der Herr Schulte-Wissermann hat es schon wunderbar zusammengefasst. 4 Autospuren und keine einzige Radspur, das hat überhaupt nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Und Sie wollen mit diesem Antrag auch keine Gleichberechtigung. Sie betonieren mit diesem Antrag, dass das Auto weiterhin auf dieser Straße bevorzugt werden soll. Und wenn wir uns die Geschichte dieses Themas noch mal ein bisschen vergegenwärtigen, dann sollten wir auch darüber diskutieren, dass wir hier über eine absolut zentrale Achse für den Radverkehr in Dresden reden, nämlich die Achse von der Neustadt in die Universität. Und die Albertstraße ist die größte Lücke, die wir in dieser Achse noch haben, wo es eben keine Radverkehrsanlagen gibt. Zur Debatte gehört auch dazu, das wissen Sie auch, Herr Zastrow, dass es immer wieder Anwohnerbeschwerden auf der Hauptstraße gibt. Und zwar, weil dort immer wieder Konfliktsituationen zwischen dem Fußgängerverkehr und dem Radverkehr entstehen. Und auch dort wird sich gewünscht, dass wir eine alternative Lösung für den Radverkehr finden. Und warum Sie jetzt der Verwaltung vorwerfen, auf den Grundlagen der Diskussion, die es um dieses Thema schon gegeben hat, Planungen durchgeführt zu haben, eine Entscheidung getroffen zu haben und jetzt dann auch eine Ausschreibung gemacht zu haben,
Das kann ich dann tatsächlich nicht nachvollziehen. Wir sind jetzt in der Situation, dass die Ausschreibung erfolgt ist. Die Bieter haben auf die Ausschreibung geboten. Der Baubeginn soll in wenigen Wochen sein. Und jetzt, kurz vor Toresschluss, kommt die konservative Rolle rückwärts. Und das alles, wir haben es heute in der Fragestunde auch schon gehört, das alles unter dem Licht, dass auch noch Schadensersatzzahlungen der Stadt drohen für die Unternehmen, die sich auf diese Ausschreibung beworben haben. Warum führen wir diese Debatte? Offiziell, weil behauptet wird, die Radverkehrsanlagen würden den Autoverkehr ausbremsen. Die Realität, auch das ist heute schon mehrfach besprochen worden und auch vom Verkehrsbürgermeister, auch in der Öffentlichkeit schon fundiert dargestellt worden, reden wir hier über eine Verzögerung von einer Sekunde. Und eigentlich geht es Ihnen doch nur um eine autozentrierte Symbolpolitik und um Wahlkampfgetöse und darum, jetzt mal noch schnell Ihre neu gewonnene Mehrheit zu nutzen, um Ihr ideologisches Herzensprojekt durchzusetzen. Fassen wir also zum Abschluss noch mal kurz zusammen. Die Radwege, wenn sie denn kommen würden, wären eine große Entlastung für den Radverkehr. Sie wären eine große Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger auf der Hauptstraße. Sie stellen keine Behinderung für den Autoverkehr dar. Umplanungen, die nötig wären, wenn wir diese Radwege jetzt dort nicht in dieser Art und Weise installieren, kosten uns Geld, kosten uns auch mehrere Jahre Zeit. Und die Aufhebung der Ausschreibung verursacht finanziellen Schaden für die Stadt. Das hat aus meiner Sicht nichts mehr mit verantwortungsvoller Haushaltspolitik zu tun. Und ich kann an dieser Stelle den Herrn Oberbürgermeister nur auffordern, diese Farce zu verhindern, Schaden von der Stadt abzuwenden und im Anschluss an diese Debatte und an diesen Beschluss heute diesen Beschluss zu widersprechen, weil er nachteilig für die Stadt ist. Vielen Dank. So, die nächsten Redner, Herr Kiesling, dann Herr Lichti. Bin ich zu hören vom Sitzplatz? Ja. Es ist hier im Laufe der Debatte der Vorwurf erhoben worden, die Ausschreibung sei ohne Rechtsgrundlage vorgenommen worden. Ich glaube, es war in der Rede von Herrn Blümel. Ich halte das für einen sehr schwerwiegenden Vorwurf und bitte die Verwaltung um eine Stellungnahme dazu. Genau, klären wir gleich. Als nächster Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zunächst auf diesen ständigen, aber auch ständig falschen Vorwurf der rechten Seite des Hauses eingehen, dass Rot-Grün-Rot hier eine Politik betreiben würde, die darauf abzielen würde, den Autoverkehr abzuwürgen, abzudrängen, zu vermindern, die Leute repressiv zu zwingen, auf das Auto zu verzichten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich will einfach wenigstens die Verkehrsexperten unter Ihnen daran erinnern, an die Debatte Zellischer Weg. Dort haben wir genau die Spurbreite beschlossen, die ausreicht nach den vorliegenden Untersuchungen, um den Verkehr störungsfrei abzuwickeln. Es wurde die Behauptung aufgestellt, ich glaube es war Herr Thiele, dass Rot-Grün-Rot planen würde, die große Meißner-Köpke-Straße zu verkleinern, sodass der Verkehr nicht abfließen würde. Dies ist falsch. Richtig ist, wir haben vor einem Jahr eine Verkehrsuntersuchung zur Kenntnis genommen, um genau das zu prüfen. Und das Ergebnis war, dass das nicht möglich ist. Und Herr Thiele, Sie werden mitbekommen haben, dass Sie dort keine weitere Initiative von Rot-Grün-Rot in dieser Richtung gesehen haben, weil wir haben das akzeptiert. Und Herr Thiele, ich erinnere Sie auch daran, dass wir bei der Frage Kesselsdorfer Straße, als es um den Abschnitt Wernerstraße, Richterstraße ging, die Variante 3a gewählt haben, weil eben die Unterlagen ausgewiesen haben, dass die Variante 3c, die gerade auch aus dem Bereich ADFC und von anderen sehr stark gefordert wurde, da habe ich mich hingestellt, innerparteilich und hier vor diesem Stadtrat und habe dafür gekämpft, dass diese Variante beschlossen wird. Ich verwahre mich also dagegen, hier diese falschen Vorwürfe. Aber Herr Blümel, Sie haben ja gefragt, wo ist unser Angebot? Jetzt kommt unser Angebot. Es wurde ja teilweise schon erwähnt, dass der Baubürgermeister sich noch mal vor 2 Tagen bemüht hat, ihre Blockade zu überwinden.
Und wir als Rot-Grün-Rot nehmen diesen Vorschlag gerne auf und legen Ihnen deshalb jetzt einen entsprechenden Ersetzungsantrag vor. Dieser Ersetzungsantrag sieht vor, dass die Radverkehrsanlage so gebaut wird, wie im Bauausschuss am 9.1. vorgestellt. Er sieht zum Zweiten vor, dass wir jetzt schon beschließen, dass falls diese Radverkehrsanlage nicht funktionieren sollte, also in den LOS-Werten beim Autoverkehr eine Behinderung ausweisen sollte nach 2 Jahren, die Radverkehrsanlagen wieder zurückbauen, unter Inkaufnahme von Fördermittelrückzahlung und sonstigen Dingen. Zum Dritten, dass wir in dieser Zeit das, was Sie fordern, Herr Thiele, planen, auf den beiden Seiten Sarasani-Straße zu prüfen, ob Radverkehrsanlagen eingeordnet werden können. Und auch zum vierten Punkt, den Sie hier zu Recht angesprochen haben, Herr Thiele, mit der Querung auf der Carola-Brücke. Dort wollen wir die Stadtverwaltung beauftragen, dass eine Radverkehrsanlage östlich des Straßenbahngleises auf dem Zug Carola-Brücke Richtung Innenstadt geprüft wird. Wir wissen vom Baubürgermeister, und Sie wissen es auch, denn er hat es Ihnen dargelegt vor 2 Tagen, dass dieser Auftrag von der Stadtverwaltung schon ausgelöst worden ist, dass dieser Auftrag, dass daran geplant wird. Und ich kann Sie nur auffordern, nehmen Sie diese ausgestreckte Hand entgegen. Ihre Bedenken, die Sie hier formuliert haben, von wegen, dass keine Planungen vorgelegt worden sind, ob das auf der Sarasani-Straße geht, Ihre Bedenken, dass dann möglicherweise der Autoverkehr behindert werden würde, wird von diesem Ersetzungsantrag, von diesem Kompromissvorschlag vollumfänglich umfasst. Und ich fordere Sie bitte auf, sorgen Sie mit uns gemeinsam dafür, dass diese wichtige Radverkehrsverbindung, die wichtigste Nord-Süd-Verbindung, die wir für den Radverkehr brauchen, dass wir die endlich bauen können, dass wir sie bauen können in einem Zug von der Königsbrücker Straße, wo wir Radverkehrsanlagen vorsehen, über den Albertplatz, über die Albertstraße und dann auch über die zu sanierende Carola-Brücke, über die Petersburger Straße endlich gemeinsam führen können. Und wenn Sie diesem, unserem Kompromissvorschlag, nicht zustimmen wollen, dann fordere ich Sie doch bitte auf, jetzt hier zu sagen, wo Sie denn doch Bedenken haben, wo Sie fachliche Bedenken haben. Denn ich sage Ihnen ganz offen, wir haben tatsächlich den Eindruck, wie es meine Vorredner auch schon gesagt haben, es geht hier nicht um eine Fachpolitik, es geht hier nicht um eine fachlich richtige oder falsche oder sonstige Planung, sondern Sie machen dieses Thema am ungeeigneten Ort zu einem politischen Symbolthema. Und Sie sagen immer, Kommunalpolitik ist Sachpolitik. Dann fordere ich Sie doch auf, kehren Sie zur Sachpolitik zurück, diskutieren Sie auf der Grundlage dieses unseres Ersetzungsantrages, dass wir hier gemeinsam in unserer Stadt Dresden vorankommen. Vielen Dank. So, die nächsten Redner, Herr Schulze, dann Herr Thiele. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, lieber ADFC, es wurde jetzt mehrfach angesprochen, dass ja die Grundlage für diese Planungen, damals dann die Petition des ADFC, der immerhin 2010 damals dann über 4000 Unterschriften letzten Endes erreicht hat, dass das die Grundlage ist dafür dann, dass wir hier diese Planungen für die Albertstraße vornehmen. Herr Blümel hat sich dazu geäußert, dann ist interessant, er war nie Ausschussmitglied im Petitionsausschuss, hat auch in dieser Zeit nicht in irgendeiner Form an dieser Stelle als Vertreter teilgenommen. Ich möchte gerne noch mal an der Stelle auf Ingo Flemming eingehen. Es ist schlichtweg nicht klar oder es stimmt nicht sozusagen, wie du es ausgeführt hast dann, dass wir irgendwelche Planungsvarianten oder in irgendeiner Form sozusagen Dinge noch mal beauftragt haben, die durch das Straßen- und Tiefbauamt vorzulegen waren. Der Petitionsausschuss hat sich mit dieser Petition in 3 Sitzungen auseinandergesetzt. Es waren 3 sehr intensive Debatten gewesen an dieser Stelle und wir haben am 2. Februar 2011 dazu eine Anhörung, vor allen Dingen hat dort stattgefunden. Diese Anhörung, weil ja hier behauptet worden ist von Herrn Blümel dann, ja, wir haben uns da irgendwie mal Gedanken gemacht und eine Empfehlung ausgegeben. Nee, ist nicht so. Sondern wir haben letzten Endes die Verwaltung befragt, was ist sozusagen die Arbeitsgrundlage für die Albertstraße. Und wir haben genau auf diese Fragen folgende Antwort erhalten.
zur Verbesserung der Radverkehrsführung und Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer sowie zur städtebaulichen Aufwertung des Archivplatzes werden in meinem Geschäftsbereich derzeit städtebaulich-verkehrliche Planungen für den Straßenzug Albertstraße zwischen Albertplatz und Carolaplatz erarbeitet. Im Rahmen dieser Untersuchung sind verschiedene Möglichkeiten zur Einordnung einer Radverkehrsführung in den bestehenden Straßenquerschnitt der Albertstraße geprüft worden. Die Einordnung einer Führung des Radverkehrs im Seitenraum auf Radwegen wird aus Gründen der Verkehrssicherheit und erforderlicher Baumfällungen nicht weiterverfolgt. Aus vorgenannten Gründen favorisiere ich eine Führung im Straßenraum durch Einordnung von Radfahrstreifen zwischen den Bestandsorten. Mit der mittelfristigen geplanten Umgestaltung des Archivplatzes sind keine Änderungen in der Verkehrsbeziehung für den Kraftfahrzeugverkehr vorgesehen. Durch die Einordnung einer barrierefreien Querungsinsel für mobilitätseingeschränkte Nutzer ergeben sich aber Änderungen in der Verkehrsführung für den Fußgänger und Radverkehr. Durch die Anlage durchgängiger Radverkehrsanlagen im Zug der Albertstraße sind sowohl weiterführende Anpassungen in der Verkehrsorganisation, zum Beispiel im Bereich Carolaplatz, als auch bauliche Maßnahmen erforderlich. Die Gestaltung der Verkehrsanlagen für alle Verkehrsteilnehmer erfolgt dabei entsprechend der Regelwerke. Die kurzfristige Umsetzung dieser Maßnahme kann derzeit nicht in Aussicht gestellt werden. Im aktuellen Doppelhaushalt 2011-12 sind für die Sanierung der Albertstraße keine Finanzmittel vorgesehen. Unterschrift Jürgen Marx, Baubürgermeister, CDU damals. An der Stelle muss man wirklich mal betonen dann, also das, was Sie sozusagen die ganze Zeit auch in der Presse sozusagen in Zweifel ziehen, Herr Zastrow. Es ist einfach, sage ich mal, Sie hebeln die Glaubwürdigkeit dieser Stadtverwaltung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann im Straßen- und Tiefbauamt einfach aus. Das ist für Sie sozusagen offensichtlich überhaupt gar nicht relevant, was dort erarbeitet wird. Dass ein Bürgermeister letzten Endes dann uns in dieser Ausschusssitzung genau das übermittelt auf unsere Anfragen und dass auch genau das in die Antwort für die Petition an den ADFC so rausgegangen ist, ist nicht irgendwie ein Meinungsbild dann, was sich mal irgendwie so ein paar Stadträte dann in einem Petitionsausschuss mal überlegt haben und gemeint haben, dann das können wir jetzt mal so antworten. Sondern es geht auch darum dann, dass wir unsere Arbeit, die wir hier tun, letzten Endes dann auch mit einer Glaubwürdigkeit untersetzen, die den Bürgerinnen und Bürgern an dieser Stelle, sage ich mal, auch irgendeine Verlässlichkeit bringt. So. So, das war mir nochmal wichtig hier zu sagen dann. Wir haben mittlerweile die Situation dann, dass wir 4047 Radfahrer auf dieser Strecke fahren haben. Und Sie sind immer noch der Meinung, dass man die sozusagen über einen schmalen Radweg, Herr Thiele hat es uns gezeigt in seinen Fotos, über einen schmalen Fußweg sozusagen zusammen mit Fußgängern dort langfahren lässt. Das sind Poller in der Seite, da kommen Sie nicht mal mehr mit dem Anhänger, wenn Sie einen Anhänger am Rad haben, mal mit durch. Sie wollen sozusagen über diesen Fußweg mit Granitplatten bei Nässe, bei Schnee, bei Eis dann letzten Endes dort die Radfahrer dann auch mit Fußgängern zusammen sozusagen langführen. Und sind der Meinung dann, dass sie dort 4 Autospuren dann sozusagen gerade mal so ausreichen dafür. Also ich weiß nicht, dann Ihr Verständnis ist an der Stelle wirklich sehr, sehr zweifelhaft und ich bitte Sie dann, dass Sie wirklich Ihren Antrag hier zurückziehen oder Sie unserem Antrag zustimmen werden. Danke. So, als nächster Redner Herr Thiele, dann Herr Scholbach. Ja, jetzt trete ich noch mal ran hier. Es ist tatsächlich ein sehr emotionales Thema und leider machen wir hier heute auch wieder Ausschussarbeit. Dazu sind wir allerdings gezwungen, weil es ja dazu eben keine Vorlage gab, die wir im Ausschuss hätten beraten können, was eigentlich auch Inhalt des Petitionsbeschlusses war. Da bin ich Herrn Fleming ausdrücklich dankbar, dass er darauf noch mal hingewiesen hat. Denn diese Historie hatte ich so auch nicht, denn die war vor meiner Zeit im Stadtrat. So, Herr Schulze, Sie hatten gerade gesagt, wir wollen, dass die Radfahrer dort auf den Granitplatten fahren sollen, auf dem engen Fußweg östlich der Albertstraße. Nein, natürlich nicht. Und das möchte ich auch hier ganz ausdrücklich von mir weisen. Wir wollen, dass im Zuge der Albertstraße eine attraktive Radverkehrsanlage eingerichtet wird. Und zwar in den Seitenräumen. Das betrifft dann auch den Umbau dieses Gehweges, auf dem im Übrigen nicht sehr viele Fußgänger unterwegs sind.
Und ich halte es absolut für möglich, auf diesen ungefähr 4 Meter breiten Gehweg einen kombinierten Geh- und Radweg einzurichten, ohne dass ich größere Probleme sehe. Natürlich muss es nochmal fachlich geprüft werden. Ich unterstelle hier aber auch, dass Sie hier einen Teufel an die Wand malen mit Ihrem Zeithorizont von 5 Jahren und einem Planfeststellungsverfahren. Das ist überhaupt nicht bewiesen, ob das tatsächlich notwendig ist. Und es muss aus meiner Sicht auch nicht so lang dauern, wenn man entsprechende Prioritäten setzt. Ich glaube, das ist alles auch viel schneller umsetzbar mit vergleichbarem finanziellen Aufwand. Und jetzt erinnere ich Sie auch mal daran, was Sie damals gemacht haben, 2014, als Sie dann die neue Mehrheit hatten. Ohne mit der Wimper zu zucken, haben Sie die Planung für die Königsbrücker Straße geerdet. Da gab es auch entsprechende finanzielle Verluste. Und wir reden über eine Planverzögerung von ein Haufen Jahren. Noch heute dreht sich dort kein Bagger. Gerade erst im Dezember letzten Jahres hat man die letzten Unterlagen zur Planfeststellung eingereicht. Wann es zu einem Beschluss kommt, wann es zu einem Bau kommt, steht völlig in den Sternen. Und das haben Sie zu verantworten. Und Herr Lichti, ja, es ist richtig. Bei der Kesselsdorfer Straße haben Sie dann, nachdem Sie aber vorher im Bauausschuss das Vorhaben noch mal 4 Monate auf die Warteschleife geschickt haben, der entsprechenden ursprünglich vorgeschlagenen Lösung zugestimmt, die die Stadtverwaltung schon in der ersten Sitzung vorgestellt hatte und begründet hatte. Aber okay, da reden wir nur über 4 Monate. Sei es drum. Sie hatten dann vorhin auch gesagt, ich arbeite an der TU, das war mal inzwischen schon länger nicht mehr, aber sei es drum, ich bin immer noch im Verkehrsbereich fachlich tätig und ich habe, um noch Ihre Frage auch zu beantworten aus dem ersten Redebeitrag, erstmal gar keinen Grund, die fachliche Arbeit der Kollegen anzuzweifeln. Das ist aber auch gar nicht unsere Intention. Denn die Intention unseres Antrages ist die, wir halten es für möglich, neben der Straße eine entsprechende attraktive Radverkehrsanlage einzubauen, ohne größere Aufwendungen. Auch die Maßnahme, die Sie hier vorhaben, kostet Geld. Und ohne größere fachliche Probleme. Und vor allen Dingen dann verbunden damit, dass wir dem Autoverkehr tatsächlich nichts wegnehmen, weil wir es nicht für notwendig erachten. An Stellen, wo wir den Platz aufteilen müssen, sind wir zu Gesprächen bereit. Das sage ich hier auch ausdrücklich. Und nun noch mal zum Thema Verkehrsversuch. Ja, und vor allen Dingen auch zum Thema Ihres Ersetzungsantrages. Der ist tatsächlich interessant. Leider kommt er jetzt ein bisschen spät. Ich erkenne an, dass hier auch der Bürgermeister noch mal intensiv versucht hat, für die Lösung zu kämpfen. Das ist okay, aus seiner Sicht auch. Und ich habe mir die letzten 14 Tage sehr viel Zeit für dieses Thema genommen und mich auch mit allem sehr intensiv auseinandergesetzt, können Sie mir glauben. Und der Vorschlag, der ist tatsächlich unterbreitet worden. Allerdings, und da bitte ich um Verständnis, sieht er eben genau das vor. Herr Lichti, Sie haben es gesagt, man will das jetzt erstmal so umsetzen und dann guckt man mal und baut es zur Not zurück. Ich bitte um Verständnis, dass wir uns darauf nicht einlassen, auf so eine Vorgehensweise und dass wir daran auch nicht so recht glauben können. Das ist im Übrigen dann auch bei so einer wichtigen Umbaumaßnahme kein sehr guter Stil, denn eigentlich wäre es sinnvoll gewesen, diesen Verkehrsversuch tatsächlich ehrlich vorzuschalten. Und das Thema Umbau der Albertstraße wird hier schon seit vielen Jahren auch immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert. Und seit vielen Jahren bekomme ich aus meinem Bekanntenkreis gespiegelt, was tut ihr eigentlich, das zu verhindern? Und da mögen unsere Bekanntenkreise tatsächlich, Frau Abel, tatsächlich andere sein. Sie bekommen andere Signale, ist okay. Ich bekomme die Signale, wir sollen was dagegen tun, dass es so kommt und das machen wir jetzt. Und da können wir dann gerne sehen, wo es rauskommt. Nochmal, wir sind nicht gegen den Radverkehr als Dresdner CDU. Dort, wo es geht, soll man entsprechend attraktive Radverkehrsanlagen einordnen. Wir halten an der Albertstraße einfach eine andere Lösung für die bessere. Dafür kämpfen wir, Sie kämpfen für was anderes. Wir stimmen heute darüber ab. Schade, dass es jetzt so kommen muss, so spät auch. Das bedauere ich tatsächlich außerordentlich. Ich hätte mir ein anderes Vorgehen gewünscht. Und nun werden wir sehen, wo es heute rauskommt. Und ich sage auch, wir werden, je nachdem, wie die Abstimmung ausgeht, eine vernünftige Lösung finden. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung, Herr Schaubach. Geschäftsordner, Herr Braus. Ich bin bereits aufgerufen, Herr Oberbürgermeister.
Doch. Geschäftsordnungsantrag, er hat es zugelassen, bevor Sie jetzt reden. Ich beantrage, weil wir noch ganz viel vorhaben und etwas Dringendes machen müssen, nämlich insbesondere auch den Altmarkt, jetzt Ende der Debatte. Und Herr Schollbach, Ihre Redebeiträge veranlassen nur wieder andere zu reden. Wir haben alles ausgetauscht. Deswegen beantrage ich hier Ende der Debatte und als zweites Vorziehen des Tagesordnungspunktes 11.3, damit wir diesen wichtigen Tagesordnungspunkt heute auch noch durchbringen. Vielen Dank. Naja, also erster Punkt, ich würde das mal in zwei Geschäftsordnungsanträge trennen und zunächst einmal das Thema Ende der Debatte. Fragen, gibt es dazu eine Gegenrede? Herr Schollbach. Herr Oberbürgermeister, dieser Antrag ist unzulässig. Sie hatten mich bereits aufgerufen und mir das Wort erteilt. Ich Nein. habe deshalb das Recht, hier zu sprechen. Ich habe das Wort Ihnen noch nicht erteilt. Sie hatten meinen Namen genannt. Das ist hier im Saal auch zu vernehmen gewesen. Das ist der Fakt. Und das habe nicht nur ich so vernommen. Ja, Darauf weise ich Sie. Herr Oberbürgermeister, jetzt bin ich dran. Das ist meine Gegenrede. Und ich lasse mich hier nicht auf irgendwelche Debatten mit Ihnen ein. Ja? Ich weise Sie darauf hin, dass der Antrag von Herrn Dr. Brauns unzulässig ist, weil Sie mir bereits das Wort erteilt hatten und es auch nicht entzogen hatten. Er hat hier das Wort ergriffen und dieser Antrag war unzulässig. Ich habe das Rederecht. Überdies möchte ich hinsichtlich des zu treffenden Beschlusses auf eine rechtliche Problematik aufmerksam machen und dies hier zu Gehör bringen. Und das wäre meine Gegenrede. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der Geschäftsordnungsantrag nicht gestellt werden durfte und deshalb auch nicht abgestimmt werden darf. Also ich erkläre fürs Protokoll, dass ich lediglich auf meinen Zettel geschaut hatte und da ist als nächstes Herr Schollbach dran gewesen. Eine Aufforderung habe ich noch nicht gemacht, habe dann Herr Dr. Brauns mit dem Geschäftsordnungsantrag drangenommen und das ist so Punkt aus. Und jetzt ist Gegenrede gemacht worden. Wir stimmen über den Geschäftsordnungsantrag ab. Wer ist für Ende der Debatte? Ja-Stimmen, 34 Nein, 2 Enthaltungen. Damit ist der Antrag abgelehnt und Herr Schollbach, Sie sind an der Reihe. Wäre schon längst fertig gewesen ohne Ihre miesen Tricks. Ich möchte auf ein rechtliches Problem aufmerksam machen. Mir ist die ganze Zeit im Kopf herumgegangen, das, was wir hier gerade diskutieren, hatten wir doch schon einmal. Und ich bin aufmerksam geworden durch die Anfrage von Kollegen Drews in der heutigen Fragestunde. Er hat ja sinngemäß gefragt, welche rechtlichen Konsequenzen hätte es dann, wenn heute dieser Beschluss gefasst wird. Und es ist ihm beschieden worden, dass kein Aufhebungsgrund für die vorgenommene Ausschreibung nach § 17 VOBA vorläge, weswegen die Landeshauptstadt Dresden schadensersatzpflichtig gegenüber den Bietern würde und entsprechend eine solche Entscheidung, die Zuschlagserteilung nicht vorzunehmen, rechtswidrig wäre. Und da dachte ich mir, Mensch, diesen Sachverhalt, den kennst du doch. Da hat doch der Oberbürgermeister schon mal was geschrieben. Und richtig, erinnern wir uns, es war am 12. Mai 2016, und es waren die Fraktionen Die Linke und SPD, die vehement und bis zur letzten Minute gegen die Verfüllung des Fußgängertunnels am Neustädter Markt gekämpft haben. Und wir haben die Vergabeentscheidung verhindert und haben eine Entscheidung getroffen, diesen Fußgängertunnel nicht zu verfüllen. Und daraufhin haben Sie, Herr Oberbürgermeister, dieser Entscheidung widersprochen, wegen Rechtswidrigkeit und wegen Nachteiligkeit. Und jetzt lese ich Ihnen diesen Text mal vor und Sie führen sich bitte den Sachverhalt, den wir heute diskutieren, schön parallel vor Augen. Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 12. Mai 2016,
Nach intensiver erneuter Debatte über die Frage, ob der Tunnel tatsächlich verfüllt oder doch erhalten werden solle, die Vorlage abzulehnen, mithin den Zuschlag nicht zu erteilen. Der Beschluss ist rechtswidrig. Bei der am vergangenen Donnerstag allein noch zu treffenden Entscheidung über die Zuschlagserteilung handelt es sich um eine rechtlich gebundene Entscheidung, bei welcher kein politischer Ermessensspielraum besteht. Die Diskussion unmittelbar zum Tagesordnungspunkt ließ keine vergaberechtlichen Einwände gegen den vorgeschlagenen Bieter erkennen. Die erneut geführte politische Grundsatzdebatte ist vergaberechtlich verspätet. Ein Aufhebungsgrund nach § 17 VOBA wurde nicht benannt und kann nach bisherigem Kenntnisstand auch nicht mit der erforderlichen Sicherheit glaubhaft gemacht werden. Der Beschluss ist zudem für die Landeshauptstadt Dresden nachteilig. Folge einer rechtswidrigen Aufhebung des Vergabeverfahrens ist ein Schadensersatzanspruch des betroffenen Bieters. Ungeachtet der noch zu ermittelnden Höhe ist es für die Landeshauptstadt Dresden per se nachteilig, wenn sie sich vermeidbaren Schadensersatzansprüchen aussetzt. Nachdem erst jüngst in einer anderen Vergabeangelegenheit einem Ausschussbeschluss durch mich widersprochen und durch den Stadtrat korrigiert werden musste, wurde nunmehr vom Stadtrat selbst eine gebotene Vergabeentscheidung aus politischen Erwägungen heraus nicht getroffen. Dies führt zu einem erheblichen Glaubwürdigkeits- und Ansehensverlust der Landeshauptstadt Dresden bei potenziellen Vertragspartnern. Die Landeshauptstadt Dresden ist nicht nur zur Einhaltung von Recht und Gesetz verpflichtet, sondern muss auch aus rein wirtschaftlichen Gründen ein ureigenes Interesse daran haben, potenziellen Vertragspartnern als berechenbare und verlässliche Partnerin gegenübertreten zu können. Die Abkehr von der am 22. Januar 2015 getroffenen Grundsatzentscheidung ist ebenfalls für die Landeshauptstadt Dresden nachteilig. Neben den bereits in der Begründung des Antrages A0759/13 genannten erheblichen Nachteilen einer Tunnellösung besteht nunmehr auch aus Gründen des Verlustes bereits in Aussicht besteht nunmehr auch das Risiko des Verlustes bereits in Aussicht gestellter Fördermittel. Aus diesen Gründen ist dem gefassten Beschluss zu widersprechen. Ich beende das hiermit. Wenn wir das auf den heutigen Sachverhalt übertragen und das an diesem Maßstab messen, heißt das nichts anderes, als wenn der Stadtrat heute diese Entscheidung trifft, so wie sie die Antragsteller vorschlagen, dann müsste die Stadtverwaltung konsequenterweise im Ergebnis dieses Vergabeverfahren aufheben. Wir wären dann genau in dieser Situation. Und deshalb, Herr Oberbürgermeister, wenn Sie denselben Maßstab anlegen, den Sie damals an die Verfüllung des Fußgängertunnels Neustadt anlegen, dann müssten Sie dieser Entscheidung heute sowohl wegen Rechtswidrigkeit als auch wegen Nachteiligkeit widersprechen. Ich bin mir recht sicher, das werden Sie nicht tun, denn Sie machen es nach Gusto, Sie machen es nach Gutsherrenart, wie Ihnen die Entscheidungen gefallen. Ich wollte hier an dieser Stelle nur einmal darauf hinweisen, mit welcher Elle und mit welch verschiedenem Maß hier gemessen wird. Also Herr Schulbach, der Fall ist schon etwas anders und das werden wir natürlich uns ganz genau anschauen. Aber ich mache jetzt hier keine juristischen Diskussionen mit Ihnen. Wir machen in der Tagesordnung weiter. Wir haben als nächsten Redner Herrn Löser und dann Herr Gierke. Ja, sehr geehrte Kollegen, liebe Gäste, Herr Schulbach hat inhaltlich recht, sehr verehrter Herr Oberbürgermeister. Und ich hätte Sie ja auch aufgefordert zu prüfen, ob Sie diesem Beschluss am Ende entgegentreten. Denn Sie sind als Spitze der Verwaltung auch derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass Vorlagen der Verwaltung und Baumaßnahmen, die in dieser Stadt umgesetzt werden sollen, dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Sie sind jetzt hier anwesend zu diesem Tagesordnungspunkt. Oft beobachte ich, dass Sie zu Tagesordnungspunkten, wo genau die Verwaltung etwas vorschlägt, wo dann diese Seite eine andere Mehrheit organisiert, nicht da sind. Aber vielleicht kommen wir ja gar nicht in die Situation. Und ich will jetzt nochmal sehr vehement werben. Ich will nochmal in aller Eindrücklichkeit auch der Presse und der Öffentlichkeit hier klar machen, was wir als Ersetzungsantrag vorlegen. Und wir legen als Ersetzungsantrag genau das vor, was Sie die ganze Zeit fordern. Und ich gebe Ihnen zu, wenn man sich die Geschichte dieser ganzen Entwicklung anguckt, wäre es, das sage ich jetzt einfach mal auch kritisch, besser gewesen, es hätte hier eine Vorlage gegeben, sage ich einfach mal so.
dann hätte man diese Dinge, die Sie von Ihrer Seite vorgetragen werden, auch einbinden können. Jetzt ist es, wie es ist, und Sie sagen 5 Minuten, das stimmt nicht, der Bürgermeister hat mit Ihnen das Gespräch gesucht und Sie haben genau diese Punkte auch besprochen, also kennen Sie diese Vorschläge auch schon länger. Und es ist hier ganz klar gesagt, ich lese nochmal vor, dass in Punkt 2 in den 2 Jahren des Testbetriebs der Radverkehrsanlage und so weiter und so fort eine Planung erarbeitet wird, die Alternativen für den Radverkehr untersucht. Das ist genau das, Herr Thiele, was Sie gerade hier von uns verlangt haben, oder besser gesagt von der Verwaltung. Mit diesem Beschluss bekommen Sie das, und zwar sofort, hier auf der Stelle. Und drittens, die Radverkehrsanlagen auf der Albertstraße wieder zurückzubauen, ich lese es als Grüner nochmal ganz deutlich vor, zurückzubauen und dem Autoverkehr erneut 4 Spuren, das haben wir extra so reingeschrieben, weil das ist, wo Herr Zastrow dann innerlich flippt, 4 Spuren wiederbauen. Genauso haben wir es hier reingeschrieben. Und wenn das hier drin steht, ist das ein Beschluss, den wir fassen, den können Sie dann genauso einfordern, wie es natürlich Auftrag der Verwaltung ist, das dann umzusetzen. Und viertens, auch das fordern Sie hier die ganze Zeit, zu prüfen, ob der Radverkehr auf dem Brückenzug C der Carola-Brücke östlich der Straßenbahn querungsfrei geführt werden kann. Weil wir auch sehen, dass diese Hauptverkehrsroute natürlich momentan nicht gut läuft. Und wir haben diese Diskussion an der Carola-Brücke bereits gehabt. Ich fordere Sie auf, in aller Öffentlichkeit diesen Antrag von uns hier fachlich zu diskutieren, mit uns zu diskutieren. Wir sind bereit, mit Ihnen hier diese Lösung zu finden, sodass der OB hier nicht widersprechen muss. Ich beantrage eine Auszeit und würde gern mit Ihnen auf dieser Seite alle zusammen darüber sprechen. Vielen Dank. So, der nächste Redner, Herr Gilke, dann Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren und diverse. Wir reden hier von viel Geld, wir reden hier von Schadenersatzforderungen, wir reden hier von einem Ersetzungsantrag, wo Herr Lichti wissen wollte, warum man gegen diesen Antrag sein kann. Da wir von Geld reden, ganz einfach, man nimmt Geld in die Hand, um diese Radspur zu bauen, um dann nachher festzustellen, das funktioniert nicht, um es zurückzubauen. Jetzt stelle ich mir die Frage, was kostet den Steuerzahler mehr Geld? Im Zweifel eine gegebenenfalls Schadenersatzforderung, weil die steht nicht fest, ob diese kommt, oder auf jeden Fall die Investition in einen Radweg, den unter Umständen zu wenig Leute brauchen. Wir haben hier vorhin ein Video gesehen von der SPD-Fraktion gezeigt. So wahnsinnig viele Radfahrer waren es nicht, dass man es ansprechen hätte müssen. Darüber hinaus hatte ich auch schon mal bei anderen Gelegenheiten darauf hingewiesen, dass es nicht unbedingt immer so optimal ist, das Radfahren so sehr zu fördern. Zum Beispiel bei Schnee und Eis halte ich Radfahren ehrlich gesagt für verantwortungslos, und das sage ich auch ganz deutlich. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, wir reden hier von Steuergeldern, und das ist das, was mich immer so sehr wundert. Sie wollen immer so viele Dinge tun, und da braucht man auch Steuergelder dafür. Und jetzt wollen Sie mal eben Geld ausgeben für eine Strecke, die dort gebaut werden soll, und Sie wollen ja Steuergelder sparen. Also das funktioniert nicht. Geld sparen, Geld ausgeben, was wollen Sie eigentlich? Das ist nicht konkret. Und nochmal ganz konkret zu dem Antrag, im Übrigen von Ihnen auch unterschrieben, Herr Scholbach, wo Sie ja doch Geld sparen wollen. Herr Lichti, warum dieser Antrag nicht? Weil ich diesen Antrag für falsch halte. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Blümel, dann Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will nur kurz erklären, warum wir diesem Ersetzungsantrag nicht zustimmen können und werden. Ich habe sehr aufmerksam zugehört beim Kollegen Scholbach. Es geht darum, dass man nicht etwas beschließen darf, was nachteilig ist für die Stadt. Und ich kann doch nicht ernsthaft hingehen und sagen, ich beschließe heute, ich baue was und gleichzeitig beschließe ich mit, aber wenn es nicht klappt, dann reiße ich es wieder ab. Also ist es auch Wahnsinn, so hat es Methode. Das ist doch, also mich wundert, dass so ein Vorschlag aus der Verwaltung kommt. Dann können wir ja zukünftig immer mal probieren, ob es gut geht, und wenn es uns nicht gefällt, dann bauen wir es alles wieder zurück. Also das kann nicht Maßstab von Handeln unserer Stadt sein, dass wir immer mal ausprobieren mit dem Geld der Steuerzahler, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Insofern, glaube ich, sollte man wirklich in Ruhe darüber nachdenken, was für alternative Varianten es gibt. Das kann die Stadtverwaltung machen, dann soll sie eine ordentliche Vorlage machen, die hier vorlegen,
Und dann garantiere ich Ihnen, sind wir auch bereit, wenn das noch vor dem Sommer kommt, einem Radweg alternativ, der keine Autospur wegnimmt, zuzustimmen. Gar keine Frage. Aber doch nicht so, dass wir hier mal probieren. Und es geht ja nicht nur darum, wie vielleicht öffentlich auch gedacht wird, hier mal ein paar Markierungen zu verändern. Es geht darum, dass tatsächlich auch bauliche Veränderungen an dieser Strecke vorgenommen werden. Es wird in dem Kreuzungsbereich, wie hat es der Baubürgermeister genannt, etwas weggeschnitzt und es wird die komplette Fahrbahndecke neu gemacht. So, und das kann man doch nicht jetzt sagen, ich mache das alles und anschließend baue ich es wieder zurück. Also das ist etwas, was mit uns nicht geht. Als nächster Redner Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann an das, was der Kollege Blümel gesagt hat, nahtlos anschließen. Und aus diesem Antrag wird deutlich, dass das, was Herr Scholbach gesagt hat, Sie selber ad absurdum führen. Wenn Ihr Antrag einen Sinn macht, dann kann ich nur diese zwei Spuren provisorisch machen. Das heißt aber, ich muss doch die Ausschreibung, und darum geht es ja, kann ich nicht stoppen. Das heißt, ich mache das. Also wenn Ihr Antrag irgendeinen Sinn macht, ich wiederhole das nochmal, dann muss ich ja auch diese Ausschreibung stoppen, um das, was ich habe, jetzt hier als Verkehrsversuch mal provisorisch zu machen. Sonst macht das keinen Sinn. Sonst macht das, meine Damen und Herren, gar keinen Sinn. Das ist das eine. Und der zweite Aspekt, man kann ja immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist aber gerade, sollte einem Juristen eigentlich nicht passieren. Wenn ich mich recht erinnere, ist das, was mit der Verfüllung des Fußgängertunnels gewesen, da hatten wir eine Stadtratsvorlage, da haben wir lange diskutiert, da gab es diese Vorlagen alles und das haben wir gemacht. Und dann kam etwas, was Sie dann stoppen wollten auf den letzten Minuten, weil Sie meinten, dafür eine Mehrheit zu haben. Und das war eine völlig andere Situation. Hier geht es einfach darum, dass hier eine Verkehrspolitik in diesem Teil so nicht betrieben werden soll, wir eine ordentlich diskutierte Vorlage der Verwaltungsvorlage haben wollen, aber nicht auf diesem kalten Wege. Und das ist der Punkt. Und deswegen kann man nur gewinnen, wenn man diese Sache, unserem Antrag zustimmt und den Ersetzungsantrag, den Sie machen, nicht zustimmt. Deswegen, meine Damen und Herren, stimmen Sie bitte dem zu, was wir hier vorgetragen und zur Abstimmung stellen. Vielen Dank. So, nächste Wortmeldung, Herr Scholbach. Ja, vielen Dank. Ich mache es auch kurz. Ich möchte einfach kurz auf Kollegen Dr. Brauns eingehen. Herr Dr. Brauns, Sie verkennen die rechtliche Problematik dieses Falles. Der Oberbürgermeister hat damals widersprochen und er hat das im Kern damit begründet, dass kein Aufhebungsgrund nach § 17 VÖBA vorläge und dass deshalb die Entscheidung rechtswidrig sei. Das war sein Grund. Er hat das nicht damit begründet, dass wir eine bereits getroffene Ratsentscheidung korrigieren wollen. Und wenn wir uns vor Augen führen, in welcher Situation wir heute sind, wir sind zwar heute nicht im Vergabeverfahren, aber wenn der Stadtrat den von Ihnen vorgelegten Beschlussvorschlag heute beschließt, dann hat das doch die zwingende Konsequenz, dass das laufende Vergabeverfahren aufzuheben ist, und zwar ohne, dass ein entsprechender Aufhebungsgrund nach § 17a VOB Teil A vorliegt. So hat es der zuständige Beigeordnete heute doch bereits in der Fragestunde ausgeführt. Und das macht diesen Beschluss rechtswidrig. Und der zweite Punkt ist, der Oberbürgermeister hat damals mit Nachteiligkeit argumentiert. Und worauf hat er die Nachteiligkeit im Kern gestützt? Er hat sie im Kern darauf gestützt, dass der Stadt Dresden Fördermittel in erheblichem Umfang verloren gehen. Was passiert denn hier? Der Stadt Dresden gehen Fördermittel in erheblichem Umfang verloren, nämlich 90%. Das heißt, exakt die rechtlichen Probleme, die rechtlichen Erwägungen, die er damals angestellt hat, wenn man die hier zugrunde legt und diesen Fall an diesen Maßstab, den er angewendet hat, misst, kommt man zu dem Ergebnis, dass ein solcher Beschluss sowohl rechtswidrig als auch nachteilig wäre. Das ist der Punkt. Und darauf wollte ich an dieser Stelle noch einmal aufmerksam gemacht haben.
Also der eine Jurist sagt so, der andere sagt Hanebüchner Unsinn. Wir werden es prüfen danach, wenn es beschlossen ist. Wir haben erstmal soweit die Rednerliste abgearbeitet. Es ist noch eine Antwort schuldig. Die wird der Herr Schmidt-Lamontin geben und dann wird man zum Schlusswort des Einreichers kommen. Genau, keine Sorge, ich möchte nicht in die inhaltliche Debatte einsteigen. Ich glaube, wir haben uns jetzt intensiv inhaltlich ausgetauscht in der letzten Zeit über für alle zugängliche Kanäle. Ich wollte nur noch eingehen auf die Frage, die Herr Kiesling gestellt hat, zur Rechtsgrundlage oder der mangelnden Rechtsgrundlage, die angeführt wurde. Es ist schlicht und ergreifend so, wir haben hier eine Hauptsatzung, die die Befassung des Stadtrates bei Baumaßnahmen über 1 Million Euro vorsieht. Wir liegen hier circa bei der Hälfte. Dem Grunde nach handelt es sich auch lediglich um eine Instandsetzung, eine verkehrsrechtliche Anordnung, also allgemeines Verwaltungshandeln. Das unterscheidet es im Übrigen auch von der Königsbrücker Straße. Ungeachtet dessen wurde über das Vorhaben auch verschiedentlich im Ausschuss diskutiert, auch nicht erst im letzten Monat. Und das Ziel von Radverkehrsanlagen wurde sowohl im Radverkehrskonzept Innenstadt 2010 definiert, als auch im Radverkehrskonzept für die Gesamtstadt im Jahr 2017, die jeweils auch beschlossen wurden vom Stadtrat. Aber wie gesagt, diese Beschlüsse sind nicht im Kern notwendig, weil wir hier im Bereich des allgemeinen Verwaltungshandelns tätig sind. Und jetzt Schlusswort des Einreichers, Herr Zastrow. Wie viele Tagesordnungspunkte schaffen wir heute? Das dürfte ein neuer Negativrekord werden. Aber deswegen habe ich mich beschränkt auf die Einbringung. Und das Schlusswort, Herr Scholbach, der Griff in die Trickkiste wird immer tiefer. Ich kann nur hoffen, dass Sie damit keinen Erfolg haben. Ansonsten empfehle ich Ihnen, das zu tun, was Sie sowieso immer tun. Verklagen Sie doch die Stadt. Da können Sie sich nebenbei noch was dazu verdienen. Machen Sie doch sowieso, ist doch Ihr Stil hier. Tun Sie es. Tun Sie es einfach. Ich habe von Ihnen so viele Sachen hier schon gehört. Manchmal ja, mag es stimmen, oft auch nicht. Ihnen vertraue ich nicht mehr als jedem anderen Juristen hier in diesem Stadtrat, es gibt immer ganz viele Meinungen und da passe ich lieber auf. Wer fühlt sich angesprochen? Niemand. Hinter mir nicht. Juristen haben so eine bestimmte Neigung. Ich halte das manchmal auch für ein Problem. Hier geht es um eine politische Entscheidung. Hier geht es um eine politische Entscheidung, lieber Herr Löser, werden Sie mir sogar recht geben in diesem Fall. Und die muss man auch politisch beantworten. Ich bin ansonsten, das sei mir noch aufgrund der doch auch etwas eigenartigen Stilmittel, Herr Schulte Wissermann, die Sie hier gewählt haben, heute mehrfach übrigens, sind ja immer noch im Stadtrat. Das sollte man vielleicht überlegen, wo seine Kinderstube ist. Sollte man auch überlegen, ob jeder Kraftausdruck unbedingt hier reingehört. Hören Sie von mir nie übrigens, von dieser Seite übrigens nie. Sie machen das immer wieder. Ihre moralische Überheblichkeit, die Sie auf der links-grünen Seite immer wieder zeigen, beeindruckt mich nicht. Aber was ich schon gerne bitte, ist, bleiben Sie bei der Wahrheit. Und wenn Sie auf die Maßnahme M9 hier jubelnd hinweisen, dann gucken wir doch mal rein, was in der Maßnahme M9 denn wirklich steht. Und das habe ich mir angewöhnt bei Ihren ganzen Behauptungen, bei Herrn Scholbach auch genauso. Man muss schon immer schnell sein und gleich mal gucken, was da eigentlich steht. Weil da steht es nämlich ganz anders. Da steht drin, die Nord-Süd-Achse über die Königsbrücker Straße im Zusammenhang mit dem Straßenbauprojekt sowie die Albertstraße Ergänzung Radstreifen. Das wollen wir alle. Es steht nicht Rückbau der Straße. Es heißt nicht auf Kosten der vorhandenen Autospuren, sondern es steht einfach nur drin, dass wir eine Lösung wollen. Und da sind wir uns alle einig, wir wollen eine Lösung. Wir selbst halten nur eine andere Lösung für intelligenter, meine Damen und Herren. Im Übrigen, ich werde Sie daran erinnern, das wird dann auch ein Wahlkampfthema sein, hier stehen noch andere Sachen drin. Ich bin gespannt über die Fortschritte bei einem aus meiner Sicht mindestens genauso wichtigen Projekt, nämlich den durchgehenden Ausbau des rechtselbischen Radweges, Abschnitte vor allem Pieschen-Kaditz. Das wollen wir alle. Ich bin gespannt, was ich im Wahlkampf den Bürgerinnen und Bürgern dort sagen kann, wie Sie unter Rot-Rot-Grün dort vorangekommen sind. Meine Damen und Herren, wir haben es hier mit einer politischen Entscheidung. Und wir sehen es eben ein bisschen anders. Wir halten diese Achse, diese Nord-Süd-Verbindung für sehr wichtig, nicht nur für Radfahrer, sondern auch
für den motorisierten Individualverkehr. Und wir sind der Meinung, dass es einige leistungsfähige, aufnahmefähige Hauptverkehrsstraßen in dieser Stadt weitergeben muss. Dazu gehört genau diese Achse. Und dort setzen wir eben an und sagen, nein, da lassen wir nicht zu, dass sie zurückgebaut wird. Wir haben im Umfeld genau der Albertstraße demnächst viele Baumaßnahmen. Die Bautznerstraße wird gebaut im Bereich zwischen Rotenburger Straße und Albersplatz, das wissen Sie selber. Wir haben an der Großen Meißner sehr wahrscheinlich was zu tun. Wir haben die Baustelle Carola-Brücke. Es wäre absolut falsch, jetzt zu diesem Zeitpunkt den Verkehrsraum einzuengen, meine Damen und Herren. Das wäre falsch, es jetzt zu machen. Man kann in Zukunft über alles reden, wenn wir wirklich mal den Endzustand auch mit einer ausgebauten Königsbrücker Straße haben. Es aber jetzt zu tun, wird zumindest bei den Baumaßnahmen für mehr Belastung sorgen. Und dass wir Ihnen nicht vertrauen, ich habe es vorhin schon gesagt, häppchenweise, das ist leider so, weil Sie haben selber, der Kollege Lichti, vorhin ja etwas gesagt. Eigentlich wollen Sie, dass auch die Carola-Brücke am Ende nur noch eine Spur hat für den Individualverkehr. Das ist das. Da gibt es aus dem Ortsbeirat, Neustadt ganz klare Einlassung. Es gibt auch klare Einlassung seitens des ADFC, lese ich immer wieder, die Marioffi-Pressearbeit. Es ist ganz eindeutig, wir fangen an der Albertstraße an und dann geht es stückchenweise an anderen Stellen weiter. Und das halten wir für falsch. Dass die SPD so wenig geschickt ist und uns ein Video zeigt, den Videobeweis vorführt, der genau eigentlich unsere Position bestätigt. Also Sie haben so schön mit Ihrem roten Logo da das eigentliche Problem nämlich abgedeckt. Ich habe in einer halben Stunde 25 Radfahrer auf der Seite, ist nie viel. Es ist kalt, Sie haben recht. Aber ich habe von meiner Mama gelernt, bei solchen Witterungsbedingungen, weißt du, steigst du nie aufs Zweirad. Ich fahre auch deswegen im Winter nicht Motorrad. Das ist eine Sicherheitsfrage. Ich verstehe auch Menschen, die zu dieser Jahreszeit eher mit der Bahn fahren. Habe ich übrigens ganz viele im Video gesehen, ganz viele, waren viel mehr Nutzer. Und die Autos wollte ich zählen, konnte ich nie, weil es auch ganz viele waren. Junge Freunde, da müssen Sie noch mal ein bisschen, wenn Sie schon was beweisen wollen, dann machen Sie es anders. So geht es aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, es ist vernünftig, die Straße jetzt so zu lassen, wie sie ist. Ich bitte um Zustimmung. Danke. So, meine Damen, meine Herren, dann wollen wir es mal probieren, in das Abstimmungsverfahren einzutreten. Mir liegt auf der einen Seite ein Ersetzungsantrag vor, den ich zunächst... Gut, da war, kann sein, will jetzt nicht rumstreiten, kommt jetzt auch niemand drauf an. Also, wie viel? 5 Minuten Auszeit? Dann 5 Minuten geht's weiter.
So, meine Damen, meine Herren, dürfen wir fortsetzen? Dann würde ich hier meinen Lieblingsknopf bedienen. So, dürfen wir einsteigen in die Bearbeitung der Abstimmung. Das sieht so aus. Dann liegt mir ein interfraktioneller Ersetzungsantrag vor, den ich zunächst abstimme. Und dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem Ersetzungsantrag seine Zustimmung geben möchte, ist jetzt an der Reihe. Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit hat der Ersetzungsantrag keine Mehrheit bekommen. Wir stimmen ab über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Wäre damit so beschlossen. Dann hatten wir vor uns noch übergehabt einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Dr. Brauns, der jetzt zunächst von mir nochmal aufzurufen ist. Er hatte beantragt,